So, wir machen heute HNO. Warum machen wir das? Das ist sehr wichtig, weil fast jeder mit HNO-Patienten zu tun haben wird. Wer will Allgemeinmediziner werden? Weiß das schon jemand? Will das irgendjemand hier? Okay. Zwei Personen von knapp 45. Das ist ein sehr, sehr geringer Schnitt. Wer will HNO-Arzt werden? Okay, eineinhalb. Der eine hat so halb gewackelt oder gewunken, weiß ich nicht. Okay, wir werden uns heute natürlich nur aus meiner Perspektive wichtige Sachen konzentrieren, wie akute Entzündungen der Ohren, der Nasennebenhöhlen, des Halses und des peripher-vestibulären Schwindels. Also Leitsymptome quasi, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Schnupfen, Schwindel. Weil damit kommen die Patienten in die Ambulanz, sei es eine HNO-Ambulanz oder sei es eine Notaufnahme. Ja, Leute kommen mit Schnupfen und Halsschmerzen in eine Notaufnahme. Ja, Leute lassen sich mit der Rettung ins Krankenhaus führen, weil sie eine Tonsillitis haben. Das passiert in Wien. Leute kommen ins Krankenhaus, weil sie seit 3 Stunden Ohrenschmerzen haben, 20 Jahre alt sind und das Ibuprofen nicht in 3 Minuten gewirkt hat. Deshalb muss jeder darüber Bescheid wissen, weil man einfach diese Grunderkrankungen behandeln können muss. Diese ganzen Krebserkrankungen lassen wir weg, okay? Und auch die chronischen Erkrankungen lassen wir weg. Hier geht es primär um akute Erkrankungen. Also wir starten mal mit Leitsymptom Halsschmerzen. Faul wie ich bin, kürze ich Schmerzen mit SZ ab. Okay, der Patient kommt und sagt, er hat Halsschmerzen. Was machen wir? Wie geht's weiter? Wir simulieren das bisschen Patienten. Eigentlich ist es so, ich war 3 Monate auf der HNO eingeteilt und war dort sehr viel in der Ambulanz, auch im 25-Stunden-Dienst ist man nur in der Ambulanz und am Wochenende sieht man einen Patienten nach dem anderen, meistens zwischen 19 und 20 Jahren, mit Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Schnupfen und Schwindel. Deshalb machen wir diese Sachen. Dann steht dort in der Zuweisung oder in diesem kleinen Feld, Name bla bla bla, Halsschmerzen. Man holt ihn sich hinein. Was fragen wir ihn dann oder was machen wir dann mit dem Patienten? In den Hals schauen. In den Hals schauen, ja. Man kann gleich reinschauen, man kann aber vorher noch mit dem Patienten reden. Reden wir zuerst einmal mit dem Patienten. Seit wann haben Sie es? Ist gut, ja. Was wollen wir noch wissen? Die Dauer? Hat es sich verändert? Hat es sich verändert, ja. Inwiefern verändert? Verschlechtert, verbessert, auch immer wichtig. Ja, die Dauer, haben wir eine Dynamik drinnen, besser oder schlechter geworden? Was wollen wir noch wissen? Die Startsymptome. Bitte? Begleitsymptome. Begleitsymptome zum Beispiel? Fieber, ja. Schluckbeschwerden. Fieber, Husten, Schnupfen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Was wollen wir noch wissen? Auswurf. Ja, Auswurf ist immer gut, ja. Kann man immer fragen. Hat er schon was dagegen gemacht? Hat er sowas schon öfter gehabt? Hat er irgendwo vielleicht auch geschwollene Lymphknoten bemerkt? Kann man die Leute oft wirklich fragen, die wissen das dann, vor allem wenn sie häufiger gewisse Erkrankungen haben. Okay, was ganz, ganz wichtig ist, immer nachfragen nach Begleitsymptomen. Warum? Wenn ich nämlich eine Mehretagenerkrankung habe, wenn jetzt jemand Halsschmerzen hat und gleichzeitig Schnupfen und gleichzeitig Husten, Mehretagenbefall, spricht das eher für eine virale Erkrankung. Okay, wir wollen eigentlich immer wissen, was machen wir mit dem Patienten. Behandeln wir ihn nachher antibiotisch oder lediglich symptomatisch? Okay, oder symptomatisch und kausal, beides halt. Mehretagenbefall ist immer ein Hinweis für eine virale Erkrankung. Verdacht auf viral. Wenn der nur Halsschmerzen hat und Fieber, aber keinen Husten, keinen Schnupfen
und man schaut rein und sieht von mir aus die Stippchen auf den Mandelnetz, ist es wirklich eher bakteriell. Mehretagenbefall, Verdacht auf viral, muss nicht sein, ist aber ein Hinweis. Okay, Halsschmerzen. Wir schauen in den Hals hinein, sehen Mandeln, die gerötet sind und die mit Stippchen besetzt sind. Was ist das oder was glauben wir, dass es ist? Streptokokken, ja, wie ist das Krankheitsbild? Die Angina tonsillaris. Ausgelöst durch welche Streptokokken? Ja, wie heißt er? Pyogenes. Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. Also, die Patienten, wenn sie eine Angina tonsillaris ist sehr, sehr häufig, die sollte man erkennen, okay? Was sind die Leitsymptome? Die Leitsymptome sind natürlich Halsschmerzen. Dann habe ich mit Stippchen und Eiter belegte Mandeln, okay? Das können einzelne Stippchen sein, es kann auch flächenhafter sein, das variiert. Die Leute haben oft noch Fieber und geschwollene Halslymphknoten, okay? Wenn ich jetzt dann einen Patienten habe, der Halsschmerzen hat, und ich bin mir nicht sicher, ob das was Virales oder was Bakterielles ist, kann ich den Center-Score machen. Okay, der Center-Score hat folgende Parameter. Er hat einmal Stippchen auf den Mandeln oder Eiter halt auf den Mandeln. Dann haben wir Fieber. Mehr als 38,5. Immer fragen die Patienten, haben sie Fieber? Ja, wie hoch war das? Ja, habe ich nicht gemessen. Na, dann wissen wir nicht, ob der Fieber hat. Dann messen wir das selber. Ja, so 37 Grad. Das ist kein Fieber, maximal subfebril. Mehr als 38,5. Dann haben wir Lymphknoten zervikal. Lymphknoten zervikal. Und dann haben wir noch ein Kriterium, nämlich kein Husten. Kein Husten, okay? Weil, wie gesagt, Mehretagenbefall, Verdacht auf viral. Das heißt, wenn der Stippchen hat, Fieber hat, geschwollene Halslymphknoten und keinen Husten, hätte er 4 Punkte. Und ab drei Punkten, ist der Verdacht auf was Bakterielles. Verdacht. Bakteriell. Okay? Klinisch. Ein klinischer Score, sind klinische Parameter, das kann so sein, das kann bakteriell sein, muss nicht so sein. Okay, also Angina tonsillaris, Mandeln, Fieber, Schluckbeschwerden, Stippchen drauf. Was sind die Differentialdiagnosen zu Angina tonsillaris, wenn der mit geschwollenen, geröteten Mandeln kommt? Oder auch mit eitrig belegten Mandeln? Genau, sehr gut. Differentialdiagnosen sind einmal EBV. Wie würde EBV ausschauen klinisch oder was würden wir uns erwarten bei der EBV? Ja, Lymphknoten stimmt. Aber Lymphknoten überall, das stimmt. Lymphknoten würden wir uns erwarten. Was noch? Bitte? Ja, kann man das klinisch gleich feststellen? Im Status vielleicht. Wie viel Leber, hast du schon mal eine vergrößerte Leber getastet? Wirklich? Okay, Lebertasten. Ich habe letztens eine Patientin gehabt, eine Leberzirrhotikerin. Die Leber war so riesig, die war mindestens 4 Querfinger unterm Bauch und die ist über die Medianlinie rübergegangen. Manchmal tastet man es sehr schön. Meistens beim gesunden Menschen tastet man es nicht so. Und die Hepatomegalie, ja, da muss schon sehr ausgeprägt sein. Aber kann natürlich sein, aber würde man wahrscheinlich eher einen Ultraschall machen. Gerade die Milz habe ich noch nie getastet, aber kann man natürlich auch. Gut, Lymphknoten und wie schauen die Belege aus auf den Mandeln? Nein? Ja, gräulich. Vor allem flächige Belege sind es. Flächige Belege.
Wie ist denn die Altersgruppe? Teenager. Heißt der, wie heißt EBV noch? Kissing Disease, genau. Warum? Weil Teenager, da verbringt die Zunge mehr Zeit im anderen Mund als im eigenen. Kissing Disease. Also wir haben hier eher junge Patienten. Muss aber nicht sein. Es gibt auch Leute mit EBV, mit infektiöser Mononukleose, die 20, 30 sind oder älter, okay? Aber eher jüngere Patienten, also so Teenager herum. Und wenn wir Labor machen würden, was würden wir im Labor sehen? Also hier übrigens, natürlich, was würden wir bei einer Angina tonsillaris, bei einer Streptokokken verursachten Angina sehen im Labor? Leukos und CRP, sehr gut. So, wie viel CRP würden wir uns erwarten? Also CRP ist so, im AKH ist der Grenzwert vom CRP 0,5, okay? Da haben wir dann von mir zwischen... Und im außerhalb des AKHs, im Wiener Krankenanstaltenverbund, ist der Grenzwert bei 5. Wie viel CRP hat man denn so bei einer bakteriellen Entzündung? So, CRP. CRP bei Grenze 5 Milligramm pro Liter. Wie viel hat man denn bei einer bakteriellen Entzündung so circa? Was habt ihr denn schon gesehen an CRP? 20, also 200, also im AKH 20, extern 200, ja. Das kann ganz schön ansteigen. Also ich habe schon CRP gesehen von über 500, also 50 im AKH, 500. Bei der Angina tonsillaris ist es eher so, da habe ich schon mal einen gesehen, auch mit 220 aufwärts, okay. Würde man sich da glauben, okay, bei den Streptokokken ist es vielleicht, Streptokokken können das machen, Streptokokken machen auch oft extreme Leukozytose. Das kann extrem variieren, das CRP. Manche haben nur 100, manche haben 300. Muss nicht immer korrelieren mit der Schwere der subjektiven Krankheitsausprägung, tut es aber oft doch. Lass mal das weg, das variiert nämlich ganz extrem. Aber kann auch ansteigen auf über 200-300 bei der Streptokokken-Angina. Der Punkt ist der, man macht es ja meistens nicht, weil es eine klinische Diagnose ist. Aber wenn wir jetzt EBV vermuten, wir machen ein Labor, was würden wir noch für Werte erhöht sehen? Lymphozytose oder Lymphozytopenie. Das Lustige bei Viren, die können die Lymphos in die Höhe treiben, aber auch nach unten. Wir würden eher Zytopenien sehen, okay, eine Zytopenie, meistens eine Thrombozytopenie. Die kann man sehen. Die Thrombos gehen runter und auch die Lymphozyten können auch, Lymphozyten auch nach unten gehen. Was sieht man noch? Leber? Bitte? Leber? Werte, ja genau. Die Transaminasen steigen. ALAT und ASAT. ALAT, steckt das L schon drin, ist leberspezifisch. ASAT ist überall, okay? Auch in Muskeln oder im Herz. ALAT ist leberspezifischer, ist halt prima dort, aber nicht nur. Gut, und dann noch, was ist ein Marker für Zellzerfall? LDH-Anstieg hätten wir auch. Das sind auch indirekte Sachen. Wir müssen es nachweisen. Wir machen EBV-Serologie, wir machen die IgG- und IgM-Antikörper oder macht diesen Mononukleose-Schnelltest, der aber oft auch falsch negativ ist. So, ich habe eine 14-jährige Patientin gehabt in der Ambulanz dort, die ist gekommen mit Lymphknoten geschwollen am Hals, wirklich fetten, riesigen Mandeln, flächig belegt, keine Stippchen, flächenhaft belegte weiße Mandeln, 14 Jahre alt, ich habe mir es angeschaut, gesagt, okay, klinische Diagnose, Alter passt, Bild passt, hat infektiöse Mononukleose, behandeln mit Ibuprofen bei Bedarf, heimschicken, wird wieder gut. Okay? War eine Fehldiagnose. Klinische Diagnosen können falsch sein. Am nächsten Tag ist sie wiedergekommen, weil sie noch immer so starke Halsschmerzen hatte. Plötzlich waren die flächenhaften Eiterareale auf den Mandeln stippchenförmig. Wir haben sie dann aufgenommen. Wir haben einen Mononukleose-Schnelltest gemacht. Auch die EBV-Serologie war alles negativ. Sie hatte dann nämlich eine stinknormale Streptokokken-Angina. Okay, also manchmal kann der Schein trügen, man muss die Patienten ein zweites Mal sehen, um einen Verlauf zu beurteilen.
Gut. Und interessant ist natürlich noch, dass in 10% der EBV-assoziierten Tonsillitis, dass hier eine Streptokokken-Tonsillitis sich draufsetzen kann. Okay? Spirogenes kann sich draufsetzen. Das heißt, im Verlauf 10% der Leute kriegen eine wirkliche Tonsillitis. Gut, EBV wird man nichts machen, außer abwarten. Welches Medikament würden wir keinesfalls verschreiben bei EBV? Ein Penicillin, und welches ganz besonders nicht? Ein Aminopenicillin, Amoxicillin oder Ampicillin, weil die Leute dann was bekommen? Ein masernartiges Exanthem. Und wie häufig kriegen sie das? Über 90%. Es sind nicht 100%, wie oft irgendwo steht. Es sind manchmal schwankende Angaben von 65% bis 100%, aber circa 80-90% dürften ein Ampicillin-Exanthem bekommen. Okay? Das ist kein diagnostischer Test. Das ist halt dann, passiert dann halt. Ich meine, die Frage ist, ich sage es immer in den Vorträgen, die Frage ist sowieso, wieso man prinzipiell eine Angina tonsillaris mit einem Aminopenicillin behandeln muss. Ich verstehe es ja noch immer nicht, weil es ist ja, es gibt eine Ausnahme, aber die stinknormale Angina tonsillaris ist keine Indikation für eine für ein Aminopenicillin. Was haben wir noch für Differentialdiagnosen? Wir hätten, was könnte es noch sein? Die Diphtherie könnte es auch noch sein. Sehen wir natürlich sehr selten, sind wir alle geimpft. Aber theoretisch könnte das sein. Was ist bei der Diphtherie besonders? Die haben so Pseudomembranen. Diphtherie hat Pseudomembranen. Pseudomembranen. Und diese Pseudomembranen, wenn man die ablöst, blutet es drunter. Okay? Blut, wenn man es ablöst. Die Patienten haben auch einen Stridor. Einen inspiratorischen Stridor, weil es extra thorakal ist, und das kann innerhalb von sehr schneller Zeit mitunter tödlich enden. Und die Diphtherie, da würde man geben ein Penicillin plus Antitoxin, okay? Ich meine, das sehen wir nicht, aber sehr, sehr selten, weil ihr es mal gehört habt. Gut, und dann gibt es natürlich noch andere Erkrankungen, die im Mundbereich was machen können, eben die Herpangina zum Beispiel. Herpangina, wer macht die Herpangina? Coxsackie-Viren, genau. Oder, so, wie schreibt man das wieder? Merkt man, wie man das schreibt? Coxsackie, so. Coxsackie oder Enteroviren können das machen. Und das ist gar nicht so unüblich, dass man das verwechselt, weil diese Herpangina, die macht auch so ähnlich, was Ähnliches wie Stippchen. Die macht nämlich auch so kleine Pünktchen, die man, wenn man nur schnell reinschaut, weil manche Leute können den Mund dann nicht gescheit öffnen, okay? Im Prinzip sagt man dem Patienten dann aufmachen, er macht den Mund auf. Dann lasst man eigentlich die Zunge am besten drinnen, weil wenn man die Zunge rausgibt, kann man sie schwerer runterdrücken. Zunge drinnen lassen, Mund weit aufmachen lassen, mit dem Spatel runterdrücken und A sagen lassen. Klingt einfach, ist es auch, aber manche Patienten kriegen das nicht gescheit zusammen, da braucht man zwei Spatel, dann sagen wir Zunge locker lassen. Und die Zunge bleibt nicht locker, die drückt genau dorthin, wo sie nicht soll. Das ist irgendwie, die Anweisungen werden dann nicht so genau befolgt. Und wenn man dann nur schnell hinschaut, sieht man halt so einzelne Pünktchen, die wie Stippchen ausschauen können, weil diese Herpangina macht eben einzelne weiße kleine Pünktchen oder so leichte kleine Flächen am Gaumenbogen und auf den Mandeln, aber die sind gerötet rundherum. Okay, ist eher wie ein kleiner Ulkus, eher flächenhaft mit Rötung rundherum. Und das ist dann logischerweise keine Angina tonsillaris, sondern die Herpangina. Aber kann zum Verwechseln ähnlich ausschauen. Und muss man vielleicht auch zwei, dreimal hintereinander sehen oder den Patienten noch einmal bestellen, um das wirklich differenzieren zu können. Und dann gibt es auch noch die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, die auch durch Enteroviren ausgelöst wird. Eher was eine Kinderkrankheit, aber können auch Erwachsene haben. Da hat man Läsionen an den Händen, Füßen und eben auch im Mund. Kann auch damit verwechselt werden. So, wie behandeln wir jetzt unsere stinknormale Angina tonsillaris?
Streptokokken, was geben wir bei Streptokokkeninfektionen? Bitte? Ja, kann man welches? Streptococcus pyogenes. Eine Tonsillitis. Da würdest du mit Ceftriaxon draufschießen? Das ist schon ein bisschen sehr viel. Wie gibt man Ceftriaxon? IV. Einmal am Tag 2 Gramm. Halbwertszeit 8 Stunden, wird biliär eliminiert, kann auch Gallensteine machen. Das ist das super Beta-Lactam, aber nicht das in diesem Fall. Wer hat was anderes gesagt? Penicillin, genau, ein stinknormales Penicillin. Penicillin, V. Und wie viel und wie lange? 1500 Einheiten dreimal täglich für 10 Tage. Ich würde ihm geben dreimal 1000 bis 1500 Milligramm, je nachdem, für 10 Tage. Je nachdem, wie füllig der Mensch ist, 1000 bis 1500. Andererseits muss man sagen, dass bei diesen Antibiotikern, wie die halt ein kleines Verteilungsvolumen haben, die primär sich im Plasma oder im Extrazellulärraum aufhalten, dass hier die Körperfülle keine Relevanz hat. Bei Fluorquinolonen wiederum, die interzellulär wirken, da muss man die Dosis schon ans Körpergewicht anpassen. Bei den Beta-Lactamen eher nicht, aber tendenziell gibt man einem fülligen Menschen lieber 3x 1500 als 3x 1000, beziehungsweise bei einem starken, ausgeprägten Befund. Penicilline wirken ja zeitabhängig bakterizid, das heißt, besser ist immer eine dreimalige Gabe anstelle einer zweimaligen Gabe, weil ich ja dauerhaft einen Spiegel von vierfach über der MHK, lustigerweise, braucht man, dass es gut wirkt, und es zählt nicht die Spitzenspiegel, sondern die Dauer über der MHK. Und je kritisch kranker der Patient ist, desto höher, desto länger muss die Dauer sein, wie das Beta-Lactam über der MHK ist. Es gibt mittlerweile schon kurzer Exkurs, auf Intensivstationen wird es manchmal jetzt schon so betrieben, dass man eine kontinuierliche Infusion macht, nicht nur eine halbe Stunde das Beta-Lactam reinlaufen lässt, das Piperacillin-Tazobactam zum Beispiel, sondern eine prolongierte Dauer über 3 Stunden oder eine kontinuierliche Infusion über 8 Stunden, weil das einen besseren Outcome gebracht hat. Zumindest bei Pseudomonas-wirksamen Penicillin-Derivaten, bei den Penemen, nicht bei den Cephalosporinen. Gibt es einen wunderschönen Review aus dem Lancet vom letzten Herbst. Gut, dann sagt er aber, er hat eine Penicillinallergie. Was fragen wir ihn dann? Atembeschwerden, ja oder nein? Ja, wir fragen ihn, was haben Sie für Symptome, wenn Sie ein Penicillin nehmen? Ja, dann habe ich Durchfall. Dann sagen wir, es ist keine Allergie, wir geben das trotzdem. Dann sagt er, ja, er war da sogar im Krankenhaus, weil er musste reanimiert werden. Gibt's. Und der eine sagt, ja, er kriegt einen Ausschlag. Was machen wir mit der Info? Wieso ist das wichtig? Der wird der Anaphylaxie kriegt kein Penicillin. Ja, der kriegt sowieso, der fix, der mit Anaphylaxie kriegt kein Penicillin. Aber was kriegt er noch auch nicht? Der kriegt auch kein Cephalosporin. Das ist die wichtigste Frage. Dann sieht man oft immer auf den Kurven Allergie, Penicillin. Aber da steht nicht dabei, was der Patient für eine Reaktion hat. Okay, da muss man zuschreiben, in Klammer, Ausschlag oder Anaphylaxie, oder oft wissen es die Patienten halt nicht. Aber wenn sie es wissen, dazuschreiben. Okay, weil Ausschlag bedeutet Cephalosporin. Ja, Anaphylaxie heißt Cephalosporin. Nein. Okay, oder Anaphylaxie ist kein anderes Beta-Lactam, außer das Aztreonam, weil das hat keine Kreuzreaktionen mit den kreuzallergischen Reaktionen mit den anderen Beta-Lactamen. Also der hat gesagt, okay, er kriegt nur einen Ausschlag. Was geben wir dem Ausschlagmenschen jetzt für ein Cephalosporin? Kein Ceftriaxon? Cefuroxim. Okay, wieso Cefuroxim? Und welches? Was ist Cefuroxim? Zweite Generation. Was deckt es ab? Ja, Streptokokken. Ja? Ja, aber...
Cefuroxim, zweite Generation, der hat Streptokokken, Staphylokokken, E. coli, Klebsiellen, Moraxella, Haemophilus. Bissl Proto ist, nicht immer. Gut. Braucht man diese gramnegativen Keime da? Braucht man nicht. Also, und was ist noch ein Problem mit Cefuroxim? Cefuroxim IV, 3x1,5 bis 3x3 Gramm. Cefuroxim Acetil ist das oral bioverfügbare Cephalosporin. Ist das gut oder ist das nicht so gut? Er lächelt. Ich bin kein Freund davon, aus pharmakokinetischen Gründen, weil Cefuroxim Acetil, Handelsname Cinat, sieht man dann okay in der Packungsbeilage, zweimal 250 bis zweimal 500 Milligramm. IV gebe ich dreimal 1,5 Gramm. Die orale Bioverfügbarkeit von Cefuroxim Acetil ist 50%. Wenn ich ein PPI nehme, 30%. Das heißt, sagen wir, gebt einen Gramm oral, dann kommt nur die Hälfte an, sind es 500 Milligramm. Und IV gebe ich 4500. Das passt von der Kinetik her nicht zusammen. Kann man schon geben bei einer Sinusitis. Die wird von alleine wieder gut. Kann man schon geben bei einer Otitis. Wird auch von alleine wieder gut. Okay? Aber ich bin kein Freund von Cefuroxim Acetil. Zumindest nicht in der Standarddosierung. Oder als First-Line-Präparat. Was geben wir dann, wenn wir kein Zweitgenerations-Cephalosporin geben und auch kein Drittgenerations-Cephalosporin? Nein! Ja, kann man auch geben. Erstgenerations-Cephalosporin. Cefalexin. Cefalexin. Super Präparat. 3x1 Gramm. Lustigerweise, Daten für die Cephalosporine kann man auch kürzer therapieren. Gibt es auch Daten, dass man nur 5 Tage das machen kann? Okay, Erstgenerations-Cephalosporine, Cefazolin IV, Cefalexin oral, deckt ab Staph, Strep, E. coli, Klebsiellen. Gut, oder ein Makrolid könnte man geben, ja? Makrolid, was ist denn, welche Makrolide kennen wir? Ja, Claritro, Acitro, Roxitro, Erythro braucht man nicht mehr. Telitro, Ketolid gibt es nicht mehr. Kommen aber Nachfolger, die hoffentlich nicht hepatotoxisch sind. Das Problem mit den Makroliden ist, sie sind nicht zieht, sondern statisch. Das heißt, sie wirken von dem her nicht so gut. Welches Makrolid würden wir geben? Ganz beliebt ist das Azithromycin. Warum? Weil es eine Halbwertszeit hat von 40 bis 70 Stunden. Ein riesiges Verteilungsvolumen. Es hat das größte Verteilungsvolumen von allen allen Antibiotikern, ca. 30 Liter pro Kilo, das ist verdammt viel, könnte man geben, okay? Acetromycin an 3 Tagen, jeweils eine Tablette 500 Milligramm. Aber ich bin eher der Freund von den Beta-Lactamen. Aber kann man auch geben, ein Acetromycin oder ein Roxitro oder ein Telitro, ist egal. So, was noch interessant ist, warum hier Penicillin so wichtig? Weil wir in Österreich haben wir keinen Pyogenes, Streptococcus pyogenes, der penicillinresistent ist. Die sind auch aus dem Ausland, wenn sie kommen, sind die nicht penicillinresistent. Okay? Hingegen der Pneumokok, die Pneumokokken, haben wir in Österreich auch keine Penicillinresistenzen, wenig kleiner als 1%. Wenn die aus dem Ausland kommen, diese Pneumokokken, können die schon Resistenzen haben. Rumänien hat bis zu 50% Penicillinresistenzen bei den Pneumokokken. Okay? In Österreich haben wir das nicht. Wir haben aber sowohl beim Pyogenes als auch bei den Pneumokokken circa 10% Makrolidresistenzen. Okay? Sagt der aktuellste Aures-Bericht. Seit Herbst gibt es den. Kann man sich anschauen. Gut. Gibt es noch irgendwas? Das war einmal das. Dazu, was sind Komplikationen von der Angina? Rheumatisches Fieber an Komplikationen, ja. Machen wir da mal so. Komplikationen. Rheumatisches Fieber, ja. Gibt's selten, aber doch. Bitte? Ja. Die Poststreptokokken, Glomerulonephritis, ja. Post
Streptokokken GN oder die postinfektiöse GN, die kommt circa 2 bis 6 Wochen nach einer Infektion. Es gibt ja auch noch die IgA-Nephritis, den Morbus Berger. Das ist auch nach respiratorischen Infekten, aber nach ein paar Tagen danach. Okay? Und die kommt eher nach ein paar Wochen, die Poststreptokokken-GN. Gut, was noch? Das ist ganz, ganz selten. Was ist häufiger? Lokal. Ein Abszess. Ein Peritonsillarabszess. Und das sieht man gar nicht so häufig, so selten. Abszess. Womit präsentieren sich die Leute, die das haben? Die sind auch oft state of the art behandelt, entwickeln das trotzdem. Okay, was ist da? Da schaut man rein, die sagen, sie haben eine Tonsillitis gehabt, aber es wird nicht besser. Man schaut hinein in den Mund, man sieht hervorgewölbt, den Gaumenbogen einseitig hervorgewölbt. Einseitige Wölbung. Wölbung des Gaumenbogens. Okay. Dann können die haben eine Kieferklemme. Kieferklemme können sie haben. Und diese Hot Potato Wash. Die können nicht gescheit sprechen. Okay. Weil der Mund nicht gescheit aufgeht und das alles nicht so gut funktioniert. Hot Potato Voice. Was machen wir da? Also wenn ihr niedergelassen den seht, was macht ihr dann? Ja, überweisen. Der Hausarzt ist der große Überweiser. Nein, in dem Fall ist es wirklich nicht schlecht. Also ein ambitionierter Hausarzt, der es schon mal gemacht hat, kann den selber inzidieren, okay? Er kann da drauf, kann es vereisen oder lokal Anästhesie setzen, kann reinstechen. Eiter entleert sich, dem Patienten geht es besser. Das kann der Ambitionierte machen. Der weniger Ambitionierte schickt natürlich auf die HNO und da macht man auch nichts anderes, außer inzidieren oder man macht eine Abszess-Tonsillektomie. Okay, man legt den auf und Abszess raus, Tonsillen raus. Antibiotisch therapieren, ein Abszess im Mundraum sind Mischinfektionen. Hier ganz plötzlich Amoxiclav. Gut, weil Amoxiclav deckt mir quasi ein breites Spektrum ab. Was ist das Spektrum von Amoxicillin, Clavulansäure? Wir erinnern uns nur kurz. Es deckt uns ab Streptokokken, Staphylokokken, Enterococcus faecalis, die Listerien, E. coli, bisschen Proteus, Anaerobia. Okay? Vieles, was wir im Mund haben, decken wir dadurch ab. So, gibt es noch eine Komplikation? Das ist mal das. Gut, dann gibt es noch eine Sonderform von der Angina tonsillaris, die einhergeht mit einer Hautabschuppung. Wie heißt denn das? Die Patienten haben eine periorale Blässe, haben rote Bäckchen, haben ein Exanthem, das in der Leistenbeuge und den Achseln beginnt und über den Körper sich ausbreitet und circa nach 2 Wochen wird es so sandpapierartig. Scharlach, Scarlet Fever, genau, Scharlach. Scharlach, Scharlach ist jetzt keine Komplikation im eigentlichen Sinn. Das ist nur, was ist Scharlach? Scharlach ist eben, wie gesagt, hat auch eine Angina tonsillaris, Fieber, die Kinder sind krank, haben die periorale Blässe, dieses weiße Dreieck, rote Bäckchen, Ausschlag, der von den Achseln oder von den Leisten kommt, sich aus dem Körper ausbreitet und nachher schält sich das irgendwann ab, nach 2 Wochen oder sowas. Was ist das? Es ist ein ganz normaler Streptococcus pyogenes, nur dass der auch ein Exotoxin hat. Wo kommt das her? Dieser Pyogenes, der Scharlach-Pyogenes wurde von einem Bakteriophagen, Bakteriophagen sind Viren von Bakterien, infiziert, in dem Fall bestückt mit einer Sonderwaffe mit seinem Toxin und das Toxin führt dann zur Ablösung von der Haut. Okay? Es gibt auch noch ein anderes. Was ist die Differentialdiagnose zum Scharlach? Wenn Streptokokken sowas machen können, welche Erreger können noch zu einer Hautablösung führen? Die Staphylokokken. Staphylococcus scalded skin syndrome.
Okay, häufig nach Staphylokokkeninfekten, zum Beispiel auch Impetigo. Ihr wisst ja, Impetigo, das sind diese honigkrustengelben Läsionen in der Haut, kann bullös sein, kleine oder große Bulle können das sein, das kann sein von Streptokokken und Staphylokokken und Kinder können das haben und diese Staphylokokken können auch ein Toxin bilden, das auch wiederum zu einer Hautablösung führt dann. Okay? Das Syndrom des verbrühten Kindes quasi. Differentialdiagnose ist da wieder auch das Stephen-Johnson-Syndrom. Das Stephen-Johnson-Syndrom, eine Nebenwirkung von Antibiotika oder von Medikamenten, wo es auch zu Schleimhautablösungen kommt. Beim Staphylococcus Cold Skin Syndrome kommt es nicht dazu. Lernt man im Block 16. Warum? Weil im Mundschleimhäuten ist Desmoglein 3 und Desmoglein 3 wird nicht gespalten von diesem Toxin, deshalb hat man das im Mund keine Symptome. Und dann gibt es noch so ausgerissene Sachen wie das Kawasaki-Syndrom oder das Far East Scarlet-like Syndrome. Das Far East Scarlet-like Syndrome, es kommt der fancy Infektiologen-Fact des Tages. Ich werde jetzt einbauen in der Vorlesung, den fancy Infektiologen-Fact. Das Far East Scarlet-like Syndrome ist wie Scharlach, nur wird es ausgelöst von Yersinia Pseudotuberkulosis. Und lustigerweise scheint Yersinia Pseudotuberkulosis auch mit dem Kawasaki-Syndrom in Verbindung zu stehen. Seine Vaskulitis, die ihr noch kennenlernen werdet, oder manche haben schon kennengelernt, im Block 21 lernt man es, glaube ich, eher schon in dem Kinderblock. Und da gibt es Outbreaks in Finnland, Russland und in Japan, wo quasi Outbreaks von diesem Yersinia Pseudotuberkulosis nachher mit erhöhten Inzidenzen vom Kawasaki-Syndrom, dieser Vaskulitis, assoziiert sind. Ich finde das spannend, ihr wahrscheinlich nicht, vielleicht seid ihr nicht so interessiert an solchen ausgerissenen Sachen. Also ich finde das spannend. Gut, hätten wir mal das. Jetzt zurück zu Praxisrelevanterem, das war ja sehr ausgerissen und das ist eher sowas zum Posen bei der Visite, weil wann sieht man schon so ein Far East Scarlet-like Syndrome? Wer bei der Visite sowas so Knowledge-Dropping macht, kann das schon ganz cool kommen. Oder auch nicht. Gut. Spannend ist noch, es gibt nicht nur die Angina tonsillaris, sondern die Zungengrundangina und die ist sehr, sehr hinterhältig zu erkennen. Warum? Die Zungengrundangina. Wir haben ja auch die Tonsilla lingualis am Zungengrund hinten. Okay? Das heißt, die Patienten kommen und sagen, sie haben starke Halsschmerzen, starke Schluckbeschwerden, können auch Lymphknoten haben. Man schaut rein, die haben vielleicht keine Mandeln mehr. Tonsillektomierte haben das oft. Oder auf den Mandeln sitzt nichts oben. Sagen wir das tonsillektomiert. Man schaut rein, denkt sich, okay, da ist nichts, das wird was Virales sein. Virale Pharyngitis, schickt ihn heim, gibt ihm Ibuprofen und die Geschichte hat sich. Der kommt aber wieder, hat so starke Schluckbeschwerden, dann muss man ihn spiegeln, der HNO macht es sowieso, der macht den Mund auf, zieht die Zunge raus, hält ihn mit so einem Papierchen fest und spiegelt dann. Und dann kann man wirklich am Zungengrund schön sehen, dass man am Zungengrund weiße Pünktchen hat, auch wieder Stippchen, das ist die Zungengrundangina. Auch gleiche Behandlung, manche Lehrbücher sagen, aufnehmen den Patienten. Wenn es ein junger, gesunder Patient ist, was ja meistens der Fall ist, dann kann man den Zungengrundangina-Patienten auch antibiotisch behandeln und heimschicken und kontrollieren, wenn man halt will. Gut, das ist das. Und dann gibt es noch als Differentialdiagnose zur Angina tonsillaris. Was ist, wenn die Angina einseitig ist? Wenn ich einseitig auf einer Seite grünlichen Beleg habe und Ulzera, was habe ich da für eine Differentialdiagnose dann? Angina Blaut Vincent. Angina Blaut Vincent. Manchmal mit oder ohne E hinten geschrieben, aber viel treffender ist eigentlich Angina
Ulcera membranacea, okay? Ulcera membranacea, weil die nämlich Ulcera hat. Ulcera. Und so Membranen oben, okay? Schaut einseitig extrem schlimm aus, laut Lehrbuch und laut dem, wie ich das gelesen habe, ich habe es noch nie gesehen. Da hat man so ein Mismatch aus starkem Lokalbefund, aber den Patienten geht es eigentlich ganz gut. Der hat nichts, der hat keine, der hat vielleicht subfebril, bisschen Schmerzen hat er, aber ganz, ganz gemütlich. Man schaut rein, da stinkt es raus, das ist grün, da hat es Ulcera, das kann auch die Gingiva betreffen. Angina ulcera membranacea, das ist die treffendere Bezeichnung, finde ich, weil da weiß man gleich, wie das ausschaut nachher. Gut. Und dann haben wir noch im Endeffekt, das ist einmal das mit dem Halsschmerz, okay? Das ist die wichtigste Sache, ist wirklich, merkt euch, Angina tonsillaris hat viele Gesichter, hat natürlich geschaut, immer hat, klassisch schaut sie aus mit Stippchen, Fieber, Lymphknoten, muss aber nicht so ausschauen, kann sich auch im Zuge aus einer EBV heraus entwickeln, kann auch, die EBV kann das vortäuschen, sicherlich als wichtiges Differentialdiagnose. Herpangina kann das vortäuschen. Im Notfall den Patienten einfach nochmal herbestellen. Es sagt keiner, dass man eine Diagnose sofort stellen muss. Man kann Patienten nochmal herholen und sie das Ganze dann quasi revidieren. Centerscore verwenden. Centerscore haben wir schon gesagt. Stippchen auf den Mandeln, Fieber über 38 Grad, Lymphknoten und kein Husten, ab 3 Punkte, Verdacht auf bakteriell. Man würde eigentlich einen Abstrich machen, sagen die S2K-Leitlinien aus dem Jahr 2015 oder 2014. Man macht ihn nur halt oft nicht, der ist auch nicht so gut, aber klinische Diagnose als Tool ist er ganz hilfreich. Gut, und Zungengrundangina, an das kann man auch denken. Kann der Hausarzt sicher auch spiegeln, wenn er halt die Utensilien hat dort, aber hat er halt nicht immer. Und dann ist noch, sonst beim Halsschmerz ist es meistens einfach was Virales, okay? Wenn der kommt und sagt, er hat Halsschmerzen seit 2-3 Tagen, schaut mal rein, gerötete Rachenhinterwand, er hat auch noch Husten und Schnupfen, virale Pharyngitis, wie lange dauert es, bis das vergeht? Genau, ich würde immer sagen, eine Woche im Schnitt. Ich habe einen Patienten gehabt, 19 Jahre alt, kommt zu mir auf die Ambulanz dort und sagt dann, ja, also im Winter, da habe ich immer so Schnupfen und Halsweh, ist das eh normal? Nein, nicht wird es normal sein. Und der Punkt ist der Patient war auch beim Arzt, ja, ich war gestern beim Arzt und der hat mir Ibuprofen gegeben und heute bin ich noch immer krank. Das sind falsche Erwartungen, die Leute haben. Die Leute haben keine Zeit mehr, um krank zu sein. Die sind ungeduldig. Die wollen ein Medikament nehmen und glauben, sie sind gesund. Das spielt halt so nicht, okay? Daumenregel sage ich den Patienten immer, eine Woche, bis das gut wird. Oder länger. Okay? Woche plus minus. Man muss dem Körper seine Zeit geben. Gut, und dann haben wir noch ein anderes Krankheitsbild, nämlich die Epiglottitis. Die ist halt von dem her wichtig, weil sie ein Notfall ist. Epiglottitis. Wer hat das? Das haben Kinder vor allem, Kinder von 2 bis 8 Jahren. Und welcher Erreger löst die Epiglottitis aus? Welcher? Hämophilus, ja, und der Typ B. Hämophilus Influenza Typ B. Ich sage das deshalb dazu, weil das ist impfpräventabel, okay? Diese Erkrankung ist impfpräventabel. Impfen. Der Hämophilus macht ja auch noch eine Otitis und eine Sinusitis, okay? Die Otitis wird nicht weniger durch die Hämophilus-Impfung, weil das ein anderer Stamm ist. Aber die lebensbedrohliche Epiglottitis wird dadurch verhindert. Was haben die Kinder? Die haben plötzlich einsetzendes hohes Fieber, starke Halsschmerzen, auch weil die Hot Potato Boys, auch Hot Potato Boys können wieder nicht gescheit schlucken. Und wenn die kommen, was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist spateln. Okay, nicht in den Mund reinschauen und Zunge runterdrücken, weil es zu einem reflektorischen Spasmus in der Epiglottis kommen kann und die können dann potenziell ersticken. Okay, also wenn die Anamnese ist, das Kind ist plötzlich, hat das
Halsschmerzen bekommen, hoch angefiebert, kann nicht mehr gescheit reden, hat vielleicht einen inspiratorischen Strider, weil oben schon Engstelle ist. Ja, nicht spateln. Da steht in den ich habe es nie gesehen, okay, ich sage das jetzt so, was in Lehrbüchern drinnen steht. Da steht dann, dass man sofort eine Intubationsbereitschaft herstellen soll. Das sagt sie immer so locker. Beziehungsweise manchen Lehrbüchern wird auch empfohlen, die sowieso gleich mal zu intubieren, antibiotisch zu behandeln, intravenös natürlich, mit Cefuroxim zum Beispiel, weil da habe ich den Haemophilus wunderbar abgedeckt, Zweitgenerations Cephalosporin, IV natürlich. Und dann, wenn es besser wird, kann man sie wieder extubieren natürlich, okay? Also das ist impfpräventabel. Weiters, durch die Haemophilus B-Impfung senke ich auch die Wahrscheinlichkeit für eine Meningitis. Okay? Die Haemophilus-Meningitis, die auch bei Kindern auftreten kann, ist durch die Impfung sehr, sehr stark zurückgegangen. Okay? Wenn das kein Beleg für Impfungen ist, dann weiß ich nicht. Gut, so. Hätten wir das einmal. Braucht man noch irgendwas zum Tafellöschen, gell? So, dem gehört der Bulli. So, gehören irgendjemandem diese Handschuhe hier? Ha? Rosane Handschuhe? Liegen da draußen herum? Niemanden? Nehmen wir es einfach. Ja, was soll ich machen? Es meldet sich keiner, ich habe gefragt. Lieber Besitzer, du kannst sie abholen, ich lasse sie hier liegen, gell? Na schau, wie gut das geht. Haben wir gleich doppelt. Ganz kurz Kopf auslüften, euch das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Gibt es Fragen übrigens? Also bitte immer Zwischenfragen, gell? Wenn ich zu schnell bin oder ihr vor allem, das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwo was gelesen habt, oder was gerade gelernt habt, was dem widerspricht, was ich sage, sagt mir bitte Bescheid, okay? Ich habe hier nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich gebe das Wissen weiter, das ich mir angeeignet habe. Es kann sein, vielleicht habe ich mir auch mal was falsch memoriert. Vielleicht bin ich irgendwo nicht ganz up to date. Also wenn ihr irgendwas wisst, gehört habt, gelesen habt, wo ihr der Meinung seid, hey, der da vorne verzapft am Blödsinn, dann bitte sagen, dann diskutieren wir drüber und versuchen wir das aufzuklären, okay? Ist mir ganz wichtig. Die verstecken wir gleich hier irgendwo, die sind super. Gut, so, Leitsymptom Halsschmerzen. Das ist der erste Part. Zweiter Part wird sein Leitsymptom Schnupfen. Da werden wir nicht viel machen, da werden wir nur die Sinusitis uns anschauen, da machen wir noch Ohrenschmerzen und dann machen wir noch den peripheren Schwindel. Gut, vielleicht nur kurz zum Nasenbluten. Wenn man auf der HNO in der Ambulanz ist, kommen sehr, sehr häufig Leute mit Nasenbluten. Okay? Wie ist der Fachterminus fürs Nasenbluten? Epistaxis, genau. Dann sitzt man halt irgendwo gemütlich oder schläft, plötzlich läutet das Telefon, 3 in der Früh, Epistaxis kommt. Die erste Frage, die man stellt, blutet es noch oder hat es schon aufgehört? Meistens hat es schon aufgehört, das ist unglaublich praktisch. Patienten kommen, es hat eh schon aufgehört. Dann freut man sich einmal, denkt man, puh, geschmeidig, kann nicht so viel passieren mehr. Oder es blutet noch ohne Ende, frage immer noch, wie alt ist der Patient? Naja, wenn es ein 80-jähriger Patient ist, der blutet, ist er wahrscheinlich auch antikoaguliert, weil Vorflimmern haben halt viele, muss man halt hinschauen. Was, wenn ihr jetzt Nasenbluten habt oder wenn das jemand im Freundeskreis Familie hat, was macht man, wenn man Nasenbluten hat? Bitte? Ja, eine Minute. Und was machst du mit dem Kopf? Nicht nach hinten legen, genau. Eher nach vorne beugen, die Nasenflügel fest zusammenpressen, am besten auch noch was Kaltes in den Nackenlacken legen und 15 Minuten lang fest zusammendrücken. Ich meine, manche übertreiben es dann wieder, die drücken so fest, dass sich halt die Nase brechen. Aber
Naja, aber im Prinzip sagen wir den Patienten, nach vorne beugen, was Kaltes in den Nacken, kaltes Handtuch, Eisbeutel haben wir nicht zu Hause meistens, und zusammendrücken. Und wenn es nach 15 Minuten nicht aufhört, dann die Rettung rufen. Oder ins Krankenhaus fahren, okay, muss nicht mehr gleich die Rettung rufen. Kommt darauf an, wie krank der Patient ist oder was er sonst noch hat. Gut, dann kommt, ja? Weil dann das ganze Blut hinten runterrinnt und du schluckst es. Und Blut ist hoch emetogen. Also Leute, die Blut schlucken, die erbrechen das nachher alles wieder auf. Außerdem ist ein Rasen für Keime dann wieder, wenn du die unten hast. Gut. So, wenn jemand kommt mit Nasen, das ist mal das, was ihr macht fürs Nasenbluten. In der klinischen Praxis dann, wenn wir halt im Krankenhaus jemanden hatten mit Nasenbluten oder jemanden haben dort, dann kommt er halt auf die HNO, man schaut hinein in die Nase, schaut, ob man noch irgendwo ein Gefäß findet. Oft am Locus Kieselbachi, das kann so schön spritzen dann wirklich, dann kann man das auch lokal veröden. Zuerst würde ich mal einlegen, so Watte getränkt mit Lidocain und Epinephrin, das schiebt man rein, das verengt schon mal die Gefäße, betäubt ein bisschen, dann lasse ich das ein paar Minuten einwirken, dann ziehe ich das wieder raus und wenn noch immer Gefäß ist, das spritzt, dann würde es veröden beim Locus Kieselbachi, okay? Immer nur einseitig, nicht auf beiden Seiten. Wenn man auf beiden Seiten die Gefäße verödet, kannst du Nekrosen nachher kommen vom Knorpel. Das will man nicht, okay? Einseitig. Manchmal ist es so, dass der Locus Kieselbachi so flächenhaft blutet, dann kann man auch so drüber fahren und flächenhaft so ein bisschen veröden. Und manchmal hilft es nicht, okay? Wenn der sowieso nicht mehr blutet, ist es gut. Da gibt es so Spongostan, das man einlegen kann. Das Spongostan hemmt die Blutung, fördert die Blutgerinnung und löst sich auf und fällt irgendwann runter. So, wenn ich jetzt ein blutendes Gefäß habe, das weiter hinten ist und ich kann es nicht stillen, dann kann ich dem einfach so ein Merocel einlegen. Das ist wie ein OB. Das ist ganz unangenehm für den Patienten. Das ist so, ja, wird schon sein, so 10 cm lang oder 8 bis 10 cm lang, ist flach. Das schmiert man ein mit einer Creme, das besser flutscht. Und dann gerade nach hinten schieben, nicht nach oben schieben. Man glaubt immer, Nase geht nach oben. Nach hinten gerade schieben. Dann tropft man ein bisschen Nazel drauf und dann flupp geht es so auf und drückt die Nase aus und die Blutung ist gestillt im Optimalfall. Okay? Und wenn das wirklich drinnen ist, dann lässt er das 2 Tage drinnen, dann kommt er und er wird detamponiert, wird rausgezogen. Nicht länger als 2 bis 3 Tage wegen dem Toxic Shock Syndrome. Okay? Wie man Toxic Shock Syndrome haben kann mit einem Tampon unten, kann man es auch mit dem Tampon oben haben. Gut, und wenn es nicht geht, da gibt es auch noch viele, viele andere Devices, da gibt es auch solche Ballone, die man reinschieben kann und damit Luft aufblasen, Einkammer, Zweikammer, gibt es viele Varianten, ja? Was bringt das kalte Wasser hinten oben? Sehr, sehr gute Frage, Evidenz dafür gibt es nicht, macht jeder. Warum man es macht, eine Idee ist, durch das kalte Wasser wird der Parasympathikus angeregt, sinkt der Blutdruck ein bisschen, bist bradykarder. Du hast weniger Blutzufuhr. Vielleicht ist auch die Idee, dass durch die Kälte, die dann durch die aufsteigenden Halsgefäße transportiert wird, dass dort die Vasokonstriktion angetrieben wird. Man macht es. Daten, glaube ich, gibt es kaum dazu. Okay? Genau, natürlich, die Leute haben oft einen hohen Blutdruck. Blutdruckentgleisungen sind natürlich ein Fall für Nasenbluten. Oder der Winter mit den... eben, dass die Schleimhaut geschädigt ist. Und dann sind die noch antikoaguliert und dann passiert sowas halt. Gut, also kein Stress, wenn jemand mal blutet, das ist alles halb so wild. Aber ich muss auch sagen, vom ersten Nachtdienst auf der HNO, ja, alles war gechillt, aber wir haben gedacht, naja, Nasenbluten, das ist nicht so ohne, aber im Prinzip ist es gar nicht so wild, weil das hat man eh schnell heraus, wie man das macht. So, jetzt machen wir die Sinusitis. Sinusitis. Ja? Ob ein Nasenspray hilft? Ja, aber wenn das rausblutet, will ich mal sehen, wie du den Spray reinkriegst. Und es ist so fein von der Zerstäubung her, du hast zu wenig Konzentration, dann müsstest du das reinschütten. Ich meine, du kannst da allein Speed auflegen, aber das wird auch nicht gescheit gehen, wenn es blutet. Ich bin ja Drogenberater, wie vielleicht manche von euch wissen, und Amphetamine wirken auch vasokonstriktorisch, wie diese Sprays, Alpha-1-Agonisten. Aber es funktioniert, weil es Spaß natürlich. Wenn es wirklich gescheit blutet, geht es nicht. Da hilft es nicht.
Da musst du wirklich gescheit tränken. Diese Watte tränkt man und schiebt man rein. Gut, so, Sinusitis. Herr oder Frau Doktor, ich habe seit 4 Tagen Schnupfen und einen Druck hier im Gesicht. Ich brauche ein Antibiotikum. Okay, so kommen die dann häufig. Ich habe Schnupfen seit ein paar Tagen, das wird nicht besser, ich will ein Antibiotikum. Was sagen wir dem Patienten? Oder wo gehen wir vor? Wir fragen einmal. Der sagt, er hat Schnupfen. Seit, sagen wir, 6 Tagen hat er Schnupfen. Was fragen wir den Patienten? Farbe ist, ja, was erhoffst du dir von dieser Frage der Farbe nach? Ja, grünlich-gelblich oder ob es ein flüssiges Sekret ist, ja, was noch? Ja, weißlich, ja, okay. Geruch, weiß ich nicht. Ja, riechst du dein Sekret an? Ja, kann das Sekret auch stinken, wenn es einen Tumor da oben sitzen hast, natürlich, oder wenn es dann Abszess hast, dann odontogenen oder wirklich einen Abszess, natürlich kann es auch riechen. Ja, aber kann man von mir aus fragen, ja. Begleitsymptome natürlich wie immer, Husten, Gelenkschmerzen, wie lang besteht es? Ist es eine Besserung eingetreten oder ist es gleich schlimm? Oder eine Verschlechterung, zweigipfeliger Verlauf? Das mit dem Sekret ist so eine Sache. Meistens haben die Leute sowieso ein helles Sekret beim Schnupfen und in der Früh, wenn man aufwacht, hat man oft ein gelbliches Sekret. Die Idee ist halt auch dahinter, dass vielleicht in der Nacht sich auf den viralen Infekt noch Bakterien draufsetzen, okay? Und in der Früh schneuzt man das aus. Wenn der permanent gelb schneuzt, kann es eher bakteriell sein, muss aber nicht sein, okay? Gut. So, Sinusitis. Was haben die für Beschwerden? Also prinzipiell kann man unterscheiden zwischen einer akuten und einer chronischen Sinusitis, okay? Akut ist kleiner Sinusitis. Akut ist kleiner als 4 Wochen, chronisch ist länger als 3 Monate, dazwischen ist halb subakut, subchronisch, je nachdem, intermediär, wie man das bezeichnen will. Machen wir zuerst einmal die Symptome einer Sinusitis. Machen wir es so, sagen wir nicht nur Sinusitis, sagen wir Rhinosinusitis. Weil es ist ja eigentlich oft mit Nasensymptomen auch. Also wir haben mal Schnupfen. Was können wir noch haben? Klopf oder Kopf? Ja. Klopf wo? Genau. Wir haben mal Kopfschmerzen, können wir mal haben, natürlich Kopfschmerzen. Und einen Klopfschmerz über den Arealen, ja. Dann haben wir, wenn wir Schnupfen haben, kann man Sekret haben, das auch natürlich eitrig sein, Sekret. Man kann Fieber haben natürlich. Wenn ihr den Verdacht auf eine Sinusitis habt, lasst ihr den Patienten irgendein Manöver machen oder einen Move machen, ja? Kopf nach vorne, genau. Tun Sie mal so, nimmt der Druck vorne zu, ja, dann kann das schon Sinusitis sein, okay? Gut, Fieber beim Vorn, Schmerzzunahme, Schmerz nimmt zu, beim Überbeugen, beim vorne Überbeugen. Überbeugen. Gut. Noch Symptome? Das war schon so im Großen und Ganzen, was die haben. Natürlich können die irgendwelche Begleitsymptome auch haben. Wie gesagt, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, was auch immer. Gut. Was sind Erreger von der Sinusitis? Ja, aber was ist mal der Großteil? Viral. Großteil ist viral, okay? Viren
sind einmal der Großteil. Übrigens, auch die Pharyngitis, die Mandel- oder die Halsentzündung ist auch meistens viral. Und bei Kindern sagt man, bei der Mandelentzündung ist Mandel, bei Kindern sagt man auch so 25-30% durch Streptokokken, bei Erwachsenen nur 5-15%. Der Rest ist alles viral, weil auch Adenoviren können Stippchen machen, okay? Deshalb ist das Centerscore ein wichtiges Tool aus meiner Perspektive, klinisch das zu versuchen zu unterscheiden. Aber gut, Sinusitis zurück. Viren sind natürlich der Hauptanteil. Egal, ob es Influenza, eher nicht, aber Parainfluenza oder Adenoviren oder Rhinoviren oder wie sie alle heißen mögen. Gut, welche Bakterien haben wir? Welche Bakterien machen eine Sinusitis? Pneumokokken haben wir schon gehört, ja? Pneumokokken. Was noch? Selten, sehr selten. Haemophilus, genau. H-Inf. Wird nicht weniger durch die Impfung, weil es nicht der B-Stamm ist. Ja, was noch? Moraxella, genau. Moraxella catarrhalis. Venen uns, Haemophilus kann Infektionen machen im oberen Respirationstrakt, Sinusitis, Otitis, Bronchitis, Pneumonie, Moraxella eher nur oben, Sinusitis, Otitis, Bronchitis, kaum Pneumonie. Möglich schon, aber eher nicht. Gut. Das sind die Haupterreger. Sicherlich kann es das Staph machen. Es kann einmal, von mir ist ein Gramm negativer Keim, das dort oben auch machen. Aber selten. Okay? Gut. Diagnose sagen wir wieder klinisch. Therapie. Wie therapieren wir jetzt eine Sinusitis, beziehungsweise der kommt und sagt, er hat eben Schnupfen. Er hat Schnupfen, so ein Völlegefühl hier. Und ja, wie therapieren wir den? Akute Sinusitis. 6 Tage Beschwerden, kein zweigipfeliger Verlauf. Ja, der hat das erste Schnupfen, ein bisschen Kopfweh, leichtes Fieber, subfebril ist er. Was geben wir ihm? Nasenspray. Nasenspray, was für ein Nasenspray? Mit was für einem Wirkstoff, Prinzip? Alpha-1-Agonist. Abschwellend, gut, ja. Alpha-1-Agonisten. Was kennen wir da für welche? Metazolin, Xylometazolin, Nafazolin, alles mit Zolin zum Beispiel hinten dran. Nafazolin, Metazolin und so weiter. Alles mit Zolin sind Alpha-1-Agonisten. Gibt man quasi, gibt es als Spray. Gibt es aber auch als Gel, okay? Wie lange würdet ihr das geben jetzt? Was sagt man dem Patienten? Wie oft gibt man das und wie lange? Unter 7 Tagen oder unter 5 Tagen. Warum? Privinismus, wie das heißt. Privinismus, ja. Nicht zu verwechseln mit Priapismus. Priapismus, allen ein Begriff. Priapismus ist eben die Dauererektion und Privinismus ist was anderes. Es ist hier, wenn man lange so einen Alpha-1-Agonisten verwendet. Also ein Alpha-1-Agonist führt er eben durch Alpha-1. Alpha-1 ist ein GQ-gekoppelter Rezeptor. Das heißt, Kalziumanstieg in der Zelle. Kalzium ist gleich Kontraktion, verengt die Gefäße, okay? Wenn ich das lange anwende, werden kompensatorische Gegenregulationsmechanismen in Gang gesetzt und ich habe eine kompensatorische Hyperämie der Nasenschleimhaut, okay? Das heißt, die Leute werden dann dadurch, ich brauche immer höhere Dosen, ich adaptiere und die Leute werden auch abhängig davon psychisch und physisch, weil sie merken, wenn sie kein Spray verwenden, ist die Nase immer blockiert. Die brauchen mehr und mehr Spray und irgendwann wirkt es nicht mehr. Also man gibt das Ganze, wie lange der jetzt, ob der jetzt nach 10 Tagen, nach 14, nach 20 Tagen kommt, sei dahingestellt. Man sagt den Leuten halt nicht länger als 7-10 Tage. Okay, Alpha-1-Agonist für 7-10 Tage. Ich habe es meistens immer nur eine Woche aufgeschrieben. Die Patienten nehmen immer, nicht immer, manche nehmen es halt länger, manche halten es nicht so dran, für 7-10 Tage. Okay? Zum Beispiel 3x2 Hübe und ich zeige es immer so vor, zweimal links, zweimal rechts, dreimal am Tag. Dann kann da nichts schief gehen. Weil sonst KW, Privinismus,
Privinismus. Privinismus deshalb, weil das war der Handelsname. Privin, das war jetzt Naphazolin. Also Privin wirklich, es leitet sich halt vom Handelsnamen ab, der Privinismus. Und der Priapismus ist eben die Dauererektion, hat jetzt nichts mit diesem Medikament zu tun, okay? Aber es gibt auch Medikamente, die einen Priapismus machen können. Das haben wir einen kurzen Exkurs. Letztes Mal beim Antidepressiva-Vortrag hat der Avelino eh welche genannt. Welche Antidepressiva können Priapismus machen? Nein, nicht so, würde ich nicht sagen. Nicht. Jedes Antidepressivum kann alle Nebenwirkungen machen, aber ist nicht standardmäßig jetzt. Tritikor, ja. Trazodon, wer hat das gesagt? Sehr gut, Trazodon kann das machen. Wir nehmen keine Handelsnamen wie Tritikor, wir sagen Wirkstoffnamen. Trazodon oder Bupropion, die können Priapismus machen. Oder sonst halt auch noch Sichelzellenanämie zum Beispiel. Oder ich habe letztens einen Patienten gesehen in der Uroambulanz, weil die ist gegenüber von der Allgemeinchirurgieambulanz. Der ist prostatektomiert und muss jetzt quasi sich in den Schwellkörper immer was injizieren, damit er eine Erektion bekommen kann. Hat er 5-mal schon gemacht, war alles in Ordnung. Erst beim 6. Mal ist nicht mehr in Ordnung gewesen. Der hat 40 Stunden eine Erektion gehabt, ist dann erst ins Krankenhaus gekommen. Okay, 40 Stunden. Was hat er gemacht, 40 Stunden damit? Na, es ist wirklich scheiße für den Patienten, weil die Schwellkörper irreversibel geschädigt werden können oder in dem Fall vermutlich auch geschädigt sind. Und was macht man dann? Blut abnehmen aus dem Schwellkörper. Entweder mit Venflons oder mit Butterflies links und rechts in jeden Schwellkörper rein, zack, und dann haben die quasi das Blut so rausmassiert dort aus dem Glied. Hat lange gedauert, ist immer wieder nachgeflossen. Okay. So, vom Privinismus zum Priapismus. Ist ja auch spannend. Okay, wir geben dem quasi mit der Sinusitis ein Naphazolin, Alpha-1-Agonisten für circa 7 Tage. Natürlich, wenn es Hochdosis ist, kann es den Blutdruck zum Blutdruckanstieg führen. Okay, ist ja klar, Alpha-1 macht die Gefäße zu. Was geben wir noch symptomatisch? Ibuprofen. Ibuprofen und das Lemischen. Also Ibuprofen, sagen wir NSAR, okay? NSAR. Ich bin halt nur ein großer Ibuprofen. Wie ein Ibuprofen, weil man kann 6-mal am Tag geben, das ist super wirksam, da gibt es jetzt eine pharmakokinetisch veränderte Form, das Ratio der Loa ist der Handelsname, da hängt ein L-Lysin nämlich dran und durch das wird es super schnell resorbiert und hat wirksame Spiegel innerhalb von 15 Minuten, okay? Das ist super, also ich stehe voll auf Ibuprofen. Man muss halt die Leute immer fragen, okay, haben Sie Probleme mit der Niere, haben Sie Probleme mit dem Magen, schon mal Gastritis gehabt, Niereninsuffizienz, hat er Diabetes und Bluthochdruck dazu, würde es ihm natürlich eher nicht geben an NSAR, weil NSAR selbst kurze Therapie, weniger als eine Woche, kann bei einem kardiovaskulär vorbelasteten Patienten zu einer Mortalitätserhöhung führen, okay, zu kardiovaskulären Ereignissen. Diclofenac, 100 Milligramm, beim Diabetiker mit Bluthochdruck, der schon einen Infarkt hatte, kann mitunter eine 3-tägige Therapie einen Herzinfarkt auslösen oder einen Schlaganfall. Okay? Da gibt es eine schöne große Studie jetzt mit über 27.000 Leuten, war halt natürlich eine Meta-Analyse und waren nicht immer alles doppelblind, sondern auch viele Fallkontrollstudien dabei, aber man sieht, dass NSARs nicht so ungefährlich sind. Obwohl derzeit ist irgendwie eher so böse NSARs, vielleicht schwankt es, kommt es wieder, wechselt es wieder. Gut. Dafür ist das Celecoxib, der COX-2-Selektive, jetzt nicht mehr so böse, seit diese eine Studie im New England gegeben hat. Aber wurscht, schweife immer ab, weil es so viel spannende Sachen zu erzählen gibt über Medikamente. Was wollen wir jetzt nochmal? Genau, das ist mal die Basistherapie. Dann kann man von mir aus den Leuten mit der Sinusitis auch noch solche Sachen aufschreiben wie Sinupret. Sinupret ist irgend so ein pflanzliches Ding. Da gibt es tatsächlich in der S2K-Leitlinie Empfehlungen dafür, weil es Daten gibt anscheinend, die belegt, dass dadurch ein bisschen was Schleim gelöst wird. Okay, man kann von mir aus auch
einen Schleimlöser geben, wie Acetylcystein. Das ist halt die Datenlage wieder nicht so gut, okay? Man muss den Patienten nicht immer zuschütten mit Medikamenten, um ihm zu helfen, okay? Ich bin eher ein Freund davon, gezielt Medikamente mit Evidenz einzusetzen und den Patienten aufzuklären und sagen, das wird von alleine wieder gut, okay? Das ist ja meistens wirklich so. Die meisten Sachen werden von alleine wieder gut. So, für uns ist die große, große Frage aber, wann Antibiotikum? Welcher Patient mit einer Sinusitis braucht ein Antibiotikum? Das ist eine sehr essentielle Frage, die oft von vielen Ärzten vielleicht aus Unwissenheit oder auch aus Angst, man will sie absichern, Absicherungsmedizin, ich will ja nichts übersehen, gebe ich ihm lieber ein Antibiotikum, wird schon passen, okay, oder dass ja nichts passiert. Aber welche Patienten mit einer Sinusitis brauchen tatsächlich ein Antibiotikum? Hohes Fieber? Ja, also wenn ich jetzt, sagen wir, ich habe jetzt, komme zu dir und sage, ja, ich habe so einen Schnupfen, habe ein bisschen Kopfweh und ich habe vor 3 Tagen, habe ich einmal 39 gehabt, dann habe ich einmal 38,5 gehabt und jetzt habe ich kein Fieber mehr. Antibiotikum, ja oder nein? Nein, also hohes Fieber passt auf jeden Fall, aber es muss halt zum Zeitpunkt der Symptome irgendwie präsent sein. Hohes Fieber, sagt der Kollege, mal andere Vorschläge. Kleine Kinder, alte Leute, das ist ein Risikoprofil, ja. Kleine Kinder ist vor allem bei der Otitis nachher wichtig. Ja, bei der chronischen muss ich jetzt sagen, okay, chronische Sinusitis habe ich mir nicht eingelesen, kann ich nicht sagen, vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Wir sind bei der akuten Sinusitis, okay? Sehr hohes CRP. Sehr hohes CRP, aber wir sind in der Hausarztpraxis oder in der HNO-Ambulanz und da machen wir keine Blute, okay? Ja, was wäre die Komplikation, wenn man keine sieht? Sehr gute Frage, was sind die Komplikationen von einer Sinusitis? Du kannst schon, wenn die Sinusitis sehr ausgeprägt ist, kannst du natürlich eine Orbiterphlegmone bekommen, weil das Ganze durch. Du kannst aber auch eine Abszessbildung haben, das kann sogar natürlich bis ins Hirn rauf durchbrechen. Du kannst eine Meningitis haben, weil der Abszess durchwandert. Du kannst eine septische Embolie, du kannst Sepsis haben, septische Embolien. Du kannst Sinusvenenthrombose bekommen, weil du dann Abflussstörung hast in der Vena angularis. Da gibt es schon sehr wohl Komplikationen. Ja, das ist gut, das kann man auch gelten lassen. Ja. Also Immunsupprimierte ist sehr, sehr gut, denen kann man fast immer was geben. Okay. Wenn der aber Leukos hat von 2000, nicht zwangsläufig, wenn er unter 500 ist, auf jeden Fall. Aber zweigipfeliger Verlauf, wofür spricht ein zweigipfeliger Verlauf in einer Erkrankung? Bakterielle Superinfektion, genau. Zweigipfeliger Verlauf. Okay? Ein zweigipfeliger Verlauf. Die Patienten kommen und sagen, ja, ich habe so einen Schnupfen jetzt schon wieder und so starke Kopfschmerzen. Ich habe das vor 7 Tagen gehabt, dann ist alles gut geworden und jetzt plötzlich schlagartig geht es mir wieder schlechter. Zweigipfeliger Verlauf. Verdacht auf bakterielle Superinfektion. Könnte man Antibiotikum geben. Ob es wirklich hundertprozentig richtig ist, kann man so nicht sagen, es sind klinische Kriterien, okay, würde ich machen zum Beispiel. Oder wenn die Beschwerden seit mehr als 10 Tagen sind und keine Besserungstendenz, okay. Oder natürlich, wenn der Patient, haben wir schon gesagt, hohes Fieber hat und extrem starke Gesichtsschmerzen, okay, dann würde es natürlich auch dem Patienten geben. Also hohes Fieber plus sehr starke Schmerzen, okay. Natürlich immunsupprimierter, ist auch klar, will man auch was machen.
Das sind eher so die Indikationen, wann man es geben würde. Da gibt es einen wunderschönen Review im New England, der ist von 2016, glaube ich, über die akute Sinusitis. Wunderschön zu lesen, die führen auch das an. Okay? Gut, und da stellt sich noch die Frage, welches Antibiotikum? Ja, mit oder ohne Clavulansäure? Mhm. Sagt der Kollege, gibt es Alternativvorschläge? Ohne, sagt der Kollege. Nein, würde auch hier in dem Fall würde ich geben, wenn man ein Antibiotikum schon gibt, würde ich auch Amoxiclav geben. Okay, Amoxiclav, weil wir haben hier wieder drinnen den Haemophilus Pneumococcus Moraxella. Okay, und wie würde ich es dosieren? 3x1 Gramm für 5 Tage würde ich machen zum Beispiel, okay? In der Packungsbeilage steht, in der Fachinfo, okay, man gibt 2x am Tag für 7 Tage. Es sind 14 Stück drin, ich habe es immer auf, wenn ich es aufgeschrieben habe, schreibe es auf und gebe halt 3x eine Tablette für 5 Tage. Am letzten Tag hat er halt eine Tablette weniger. Wurscht, das wirkt trotzdem, okay? Wenn es wirklich eine schwere Symptomatik ist, kann man es von mir aus auch länger geben, okay? Einem kleinen Kind würde es vielleicht auch länger geben. Das muss man immer auf den Patienten abstimmen. So, kurzer Exkurs. Was ist das Problem mit der Clavulansäure? Hepatotoxizität. Clavulansäure ist hepatotoxisch, das Sulbactam nicht, das Tazobactam nicht, die neuen wie Avibactam und Vaborbactam auch nicht. Die Clavulansäure kann es sein, okay? Die kann sogar mit einer Latenz von bis zu 2 bis 6 Wochen zu einer cholestatischen Hepatitis führen. Das heißt, der Patient war krank, hat eine Sinusitis gehabt, kriegt einen Amoxiclav, 6 Wochen später ist er gelb und hat Transaminasen- und Cholestase-Parameter und keiner weiß warum. Dann fragt man nach, ja, haben sie Antibiotikum genommen? Ja, was war das für eins? Augmentin, Xiclav, das Antidenkpräparat, wirkt immer, kann man fast immer geben. Dann war das die ursächliche Auslöser. Gut, aber was wollte ich vorher noch sagen, zur Tonsillitis beim Penicillinallergiker wäre es geschickt aus meiner Perspektive kein Makrolid zu geben, sondern ein Clindamycin, okay? Das ist auch gut verträglich im Normalfall, die Clostridien macht es ja nicht immer. Gut, hier haben wir übrigens auch ohne Antibiotikum 85% wären gesund bei einer Sinusitis in 7 bis 10 Tagen von alleine. Okay? So, was sind jetzt die Differentialdiagnosen? Differentialdiagnosen bei der akuten Sinusitis. Akute und bei der chronischen. Also akute Sinusitis im Sinne von einseitiger Gesichtsschmerz. Weil oft ist es so, dass ich da einen Sinusitis kann ich nur auf einer Seite haben. Sinus maxillaris zum Beispiel links tut mir sau weh und ich habe Kopfschmerzen starke. Also was sind Differentialdiagnosen zum akuten, zum Kopfschmerz einseitig? Cluster-Kopfschmerz, sehr gut. Was ist der Cluster-Kopfschmerz? Mhm. Ja. Und das heißt im Cluster, weil es immer sozusagen in Tagesklassen auftritt. Kollege sagt das ganz richtig. Cluster-Kopfschmerz sagt auch, ist der kleine Bruder der Migräne. Erstens, er ist seltener, klein und der Bruder, weil er eher bei Männern auftritt. Migräne ist er eher weiblich. Starke, einseitige Kopfschmerzen. Die Dauer ist, glaube ich, wie lange kann das dauern? Maximal 180 Minuten, glaube ich, ist die Definition. 15 bis 180 Minuten, bis zu achtmal am Tag oder sowas. Und auch mit ziliären Injektionen, mit geblockter Nase, also würde es auch passen. Geblockte Nase und Kopfschmerz kommt häufig in der Nacht. Therapie, Sauerstoff. Okay. Was kann es noch sein? Einseitiger Gesichtsschmerz. Eine
Trigeminusneuralgie. Bist du gerade im Neuroblock? Trigeminusneuralgie. Das wären halt dann natürlich, aber Trigeminusneuralgie wären halt so elektrisierend einschießende Schmerzen, Post-Zoster zum Beispiel. Ja? Eine Augenerkrankung? Retropulbernoritis tut aber nicht weh, da sehen die Patienten halt schlechter. Okay, bist du sicherlich derzeit, wenn du im Neuroblock bist, besser eingelesen? Das glaube ich dir jetzt einfach so. Okay, von mir aus. Einseitige Kopfschmerzen. Glaukomanfall, genau, oder Glaukomanfall. Glaukomanfall. Okay, gut. Gibt. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute kommen tatsächlich mit einem Cluster-Kopfschmerz und werden halt als Sinusitis fehldiagnostiziert oder umgekehrt. Aber es ist schon, man muss ja immer wieder ein bisschen Differentialdiagnosen durch den Kopf gehen lassen, auch ein bisschen ausgerissene. Und ich finde, das lernt man damit und in Wien zu wenig aus meiner Perspektive, Differentialdiagnosen. Und ich merke es auch bei mir, wenn ich in der Ambulanz bin und ich habe einen Patienten und ich habe eine Diagnose und die ist so einschießend, das wird vermutlich das sein. Ich denke persönlich zu selten, glaube ich, aus meiner Perspektive, über Differentialdiagnosen nach. Muss man sie oft zurücknehmen und sagen, oder nochmals, okay, wenn man was hat, was es sein kann, nochmal trotzdem kurz sagen, es wird sein, aber was sind die wichtigsten Differentialdiagnosen? Kann es nicht das auch vielleicht sein? Das mache ich, glaube ich, für mich ein bisschen zu wenig. Und es wird auch zu wenig gelehrt, finde ich, an der MOW, Differentialdiagnosen an die zu denken. Aber muss man machen. Oft hat man nicht die Zeit, aber man sollte es wirklich versuchen. Okay, chronische Sinusitis. Da kommen jetzt die Ausreißer, was für mich spannend wird. Dr. House spielen. Wegener-Granulomatose, die heißt jetzt aber GPA, okay? Granulomatose mit Polyangitis. Wegener, man versucht jetzt die ganzen Namen umzuleiten weg von Eigennamen hin zu Deskriptivnamen. GPA, Granulomatose mit Polyangitis, eine ankerassoziierte Vaskulitis. Wir erinnern uns mit Sinusitis, pulmonalen Herden, Nierenbeteiligung, kann auch Symptome machen wie Fieber, Nachweis, Gewichtsverlust, neuronale Beschwerden. SEER ist auch so ein renopulmonales Syndrom, gehört auch dazu. In dieser Gruppe ankerpositiv, aber erst im Verlauf bei 95%. Was noch? Das Chamäleon der inneren Medizin? Tumor. Tumor. Ja, Tumor ist gut. Tumor ist sehr gut, ist eigentlich das Wahrscheinlichste. Der Tumor als chronische Sinusitis ist auch ein Chamäleon der inneren Medizin, ich habe aber was anderes gemeint, ein Krankheitsbild. Die akute Form dieses Krankheitsbildes heißt Löfgren-Syndrom. Sarkoidose, sehr gut. Die Sarkoidose. Die kann nämlich auch in 25% der Fälle sogar auch eine Sinusitis-Symptomatik machen und nicht nur diese bihiläre Lymphadenopathie oder die Facialisparese oder die Nieren- und Leber- und Milzbeteiligung und die kardiale Beteiligung. Sarkoidose kann alles. Ich stehe voll auf die Sarkoidose. Und dann aus gegebenen Anlass. Ultra ausgerissen, gibt es auch noch die pulmonale lymphomatoide Granulomatose. Ich habe einen Fall gehabt von so einer Patientin, den Fall werde ich da auch präsentieren beim Infektiologenkongress. Ist eigentlich eine EBV-assoziierte lymphoproliferative Erkrankung, so ähnlich wie B-Zell-Lymphom, kann auch Granulome im ganzen Körper machen. Ultra ausgerissen, sieht man nie, aber cool zum drüber nachdenken, dass es das gibt. Gut. Gibt es noch was ich sagen will zu dem? Genau, odontogene Sinusitis, vielleicht eigentlich die wichtigste Differentialdiagnose von denen. Odontogen, also immer auch den Zahnstatus anschauen. Wenn der einen schlechten Zahnstatus hat, kann der Zahn natürlich in die Kieferhöhle rauf reinbrechen. Okay, gegebenenfalls zum Zahnarzt schicken, Röntgen machen. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Der eine Kollege hat mir auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht.
Natürlich bei der Sinusitis Allergie, okay? Allergisches Rhinosinusitis natürlich als Differentialdiagnose Nummer 1 bei allen anderen, okay? Das ist ganz klar, okay? Wir fragen den Patienten, ob er Allergien hat. Wenn er es nicht hat, bekanntlich, dann kann man fragen, wann das auftritt, vor allem bei der chronischen Sinusitis. Wenn er es immer wieder hat, eher im Sommer, wenn die Pollen herumfliegen, ist das schon sehr hinweisend, okay? Was gibt, und natürlich kann man einen Prick-Test machen, er kann also auch ganzes Jahr Allergie haben, auf Hausstaubmilben zum Beispiel oder auf Katzenhaare, obwohl er eine Katze hat und weiß es noch nicht, muss man dann Prick-Test machen. Was würden wir geben einem Patienten mit allergischer Rhinitis? Ein Antihistaminikum, einen H1-Antagonisten, wie zum Beispiel? Bitte? Cetirizin? Sehr gut. Cetirizin, Levocetirizin, sowas würde ich eher geben. Das Dimenhydrinat, Diphenhydramin eher nicht. Also die alten H1-Antagonisten nicht. Die alten H1-Antagonisten sind ja zentral wirksam, sind deshalb auch sedierend, haben teilweise auch antimuskulinäre Komponenten. Die neuen H1-Antagonisten sind nicht mehr zentralgängig. Da gibt es auch noch die dritte Generation von mir aus, weil dritte Generation sind aktive Metaboliten von der zweiten Generation. Aber man kann halt alles in 100.000 Generationen einteilen. Gut, Ohr. Wir machen jetzt das Ohr. Ohrenschmerz. Zuweisung, Ohrenschmerz. Oder es steht wieder nur, Patient X kommt in 3 in der Früh mit Ohrenschmerzen. Samstag, Beeinträchtigung der Schlafqualität. Kommt um 3 in der Früh mit Ohrenschmerzen. Das war mal zwider, weil er 19 Jahre ist und mit 3... und am Samstag ins Krankenhaus gehen muss. Mit Sachen, wo man selber wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus gehen würde. Aber ja, da muss man dann durch und dann schaut man sich das Ganze mal an. Okay, Patient kommt mit Ohrenschmerzen. Was machen wir? Ohrenschmerz ist ja sehr diffus. Bitte? Was machen wir? Patient mit Ohrenschmerzen? Anamnese. Ja, aber was? Okay, wir fragen. Was fragen wir zum Beispiel? Herr Doktor, ich habe Ohrenweh. Wie lange schon? Naja, seit 3 Stunden. Nein, es gibt solche Leute, sagen wir seit 2 Tagen. Sei mal ein intelligenter Patient, sagen wir seit 2 Tagen. Wie stark ist es? Ja, tut schon gescheit weh. Beidseits oder einseits? Einseitig. Ist besser oder schlimmer geworden? Ja, es ist irgendwie gleich, aber es sticht halt so komisch und... Das Ibuprofen, das halbe hilft irgendwie nicht, weil ich will nicht so viele Medikamente nehmen. Und ja. Was haben Sie gemacht, bevor die angefangen haben? Eine sehr, sehr gute Frage. Die Frage gefällt mir sehr gut. Worauf zielt diese Frage ab? Ja, welche Traumata zum Beispiel? Traumata, okay. Ja, Wattestäbchenfetisch ist. Wattestäbchen sind ganz, ganz, ganz böse, okay? Wattestäbchen, damit schiebt man den Dreck nur noch weiter hinein, obwohl man eigentlich rausholen will. Ich mache das auch manchmal, Wattestäbchen, weil es irgendwie so ein angenehmes Gefühl ist, da drin herumzuzwirbeln, okay? Aber ich versuche, man muss sie zurückhalten, nicht zu weit reinzwirbeln. Aber Wattestäbchen sollte man eigentlich minimal verwenden, okay? Ja, man kann es, Wattestäbchen-Trauma, gibt sicherlich einen ICD-Code dafür, könnte man sich ihren Gehörgang verletzt haben, ja, zum Beispiel, was könnte man noch gemacht haben? Schwimmen. Schwimmen, genau, die Badeotitis, auch wichtig, ja, schwimmen. Einen Flug kann man kaufen. Einen Flug, dass du eine Perforation hast durch einen Flug, unwahrscheinlich, Tauchen eher möglich. Gut, Begleitsymptome natürlich wieder, wir fragen, ob Fieber besteht, ob eine verstopfte Nase gleichzeitig besteht, ob der Patient Gelenkschmerzen hat, ob er Muskelschmerzen hat, ob er Husten hat, wieder unsere Mehretagengeschichte. Vor allem wichtig ist der Schnupfen, okay, weil Schnupfen heißt, blockierte Nase heißt auch, dass die Tubenventilation nicht gescheit funktioniert und das erhöht das Risiko für eine Mittelohrentzündung, okay, aber bei der sind wir noch gar nicht. Das Ohr kann ja von außen bis nach innen betroffen sein. Was ist das Erste? Sagen wir, wir haben ihn befragt, wir wissen schon alles, was wir wissen wollen. Wir wissen, dass er Schmerzen hat, dass er von mir aus vorher nicht schwimmen war, dass er auch ein bisschen, dass es halt wehtut, dass er Fieber hat, dass er Husten hat, was auch immer. Wir wissen alles, was wir wissen wollen. Aber was machen wir als Erstes? Was machen wir dann weiter?
Klinische Untersuchung. Reinschauen, aber bevor man reinschaut, schauen wir mal drauf. Inspektion ist Anschauen außen und auch reinschauen natürlich. Was kann man außen für Erkrankungen haben am Ohr? Plötzlich auftretende entzündliche. Abszess, ja, Abszess geht immer. Abszess ist nie falsch. Übrigens, Abszesse sind sehr, sehr hinterhältig. Abszesse zeichnen im Labor nämlich oft auch nicht. Ich bin gerade auf der Allgemeinchirurgie in der Ambulanz glücklicherweise fast nur. Und Abszesse sind sehr, sehr hinterhältig. Also die können im Labor gar nicht zeichnen. Wir haben gestern eine Patientin gehabt, jung, 16 Jahre, klassische Appendixzeichen, McBurney positiv, Psoas und Bloomberg positiv, sogar schon leicht peritoneal. Und dann war es aber keine, seit 6 Tagen, Labor vollkommen bland, CRP20, also gar nichts. Und sie hat aber nach 6 Tagen jetzt sie zeichnen müssen. Was hat sie gehabt? Ein Abszess am Eierstock. Okay, der zeichnet im Labor nicht. Fetter Abszess, der zeichnet nicht im Labor. Oder eine andere Patientin, heimgekommen aus Vietnam, unspezifische Bauchschmerzen, Leukos so um die 18 gewesen, aber kein CRP, hat eigentlich nur Bauchschmerzen gehabt, gar nicht gescheit lokalisierbar, eher so, hat man sich gedacht, beginnende Gastroenteritis, noch ohne Durchfall, weil schlecht war sie, einmal hat sie auch erbrochen und dann hat sie herausgestellt im weiteren Verlauf, sie hat einen Leberabszess gehabt. Okay? Abszesse sind hinterhältig, sieht man oft nicht so ganz im Labor, dem Patienten geht es halt schlecht, sind unspezifische Symptome. Kurzer Exkurs jetzt, was für einen Abszess würden wir uns erwarten von jemandem, der aus Vietnam heimkommt? Oder was wollen wir wenn jemand aus den Tropen heimkommt? Leber. Ja, Amöbenleberabszess, genau. War kein Amöbenleberabszess, war ein simpler Klebsiellenabszess. Gut, Exkurs zu Ende. Aber wo waren wir jetzt eigentlich? Beim Ohr waren wir eigentlich. Vom Ohr zum Amöbenleberabszess. Gut, wir haben jetzt das Ohr und schauen uns draußen mal die Ohrmuschel an. Was kann die Ohrmuschel für 2 Erkrankungen haben? Viele Erkrankungen. Welche 2 sind für uns jetzt mal schön oder interessant aus infektiologischer Perspektive? Die Perichondritis. Die Perichondritis. Und das Erysipel. Erysipel, okay. Das tut weh. Das Ohr ist rot, die Kontur ist verstrichen, es ist schmerzhaft. Wie unterscheidet man die beiden? Ohrläppchen ist hier nicht betroffen und hier ist es betroffen. Okay. Perichondritis ist ja klar. Beim Ohrknorpel ist oben, wenn das Ohrläppchen frei ist, das Ohr ihm aber extrem wehtut, gerötet ist, Kontur verstrichen ist, der kann auch systemische Zeichen haben, das Ohrläppchen aber normal ist, Perichondritis, ist das Ohrläppchen mit betroffen, Erysipel. Okay, was haben wir für Erreger? Erreger, Erysipel, Streptococcus pyogenes. Perichondritis? Ein Erreger, der mit P anfängt? Pseudomonas, genau. Pseudomonas oder das Staph aureus. Wo kommt so ein Erysipel am Ohr her? Jetzt sind wir beim Wattestäbchen-Fetischisten. Da kann sie natürlich sein Ohr Gehörgang verletzen, innen oder auch außen ein Bagatelltrauma haben und der Erreger wandert ein, das Streptokokk, das sowieso auf der Haut auch sitzt und macht das Erysipel. Oder die Perichondritis aus dem Gehörgang, aus dem Swimmer's Ear, ist wahrscheinlich eher Pseudomonas ausgelöst. Hingegen, wenn ich einen Pickel habe im Ohr, manche sagen, sie haben vorher einen Pickel gehabt, haben herumgedrückt und plötzlich ist der ganze Knorpel jetzt rot und geschwollen, wird es wohl eher das Staph aureus sein, okay? Furunkel, Karbunkel, Abszesse sind ja so klassische Staph aureus-Geschichten. Da ist jetzt immer die Frage, gut, Erysipel ist klar, wie wir das behandeln, Penicillin, okay? Bei Penicillinallergie ein Clinder.
Klindamycin, 3x600, 3x900, je nachdem. Bei der Perichondritis, ja, was machen wir jetzt? Pseudomonas oder Staph behandeln? Die Lehrbücher sind alle unterschiedlich. Dann steht drinnen in manchen, man muss halt Kultur machen. Das will ich sehen, wie man aus einem geschwollenen roten Knorpel, wo kein Eiter rauskommt, wie man da eine Kultur macht. Das will ich sehen. Weil das Stück rauszwicken oder was, dann würde ich mich halt an der Anamnese orientieren. Und wenn der sagt, er hat vorher herumgedrückt beim Pickel und plötzlich hat er es gehabt, würde ich eher den Staff abdecken. Und wenn er sagt, naja, vorher war er schwimmen und hat so Ohrenschmerzen gehabt und dann plötzlich ist das gekommen, würde ich eher den Pseudomonas im Sinne der Badeotitis mit konsekutiver Perichondritis abdecken. Was würde man beim Staph aureus für ein Antibiotikum geben? Was ist das Staphylokokkenpenicillin? Flucloxacillin. Floxapen, Handelsname. Sehr gut. Flucloxacillin. Wir erinnern uns, Flucloxacillin hat eine 3D-Konformation dergestalt, dass die Staph aureus Beta-Lactamase, diese Penicillinase, das Flucloxacillin nicht spalten kann. Okay? Und wenn das Flucloxacillin auch nicht wirkt, Methicillin ist die Testkomponente. Im Antibiogramm habe ich einen methicillinresistenten Staph aureus. Also Staph aureus bildet entweder Beta-Lactamasen oder verändert sein penicillinbindendes Protein zum 2A dann beim MRSA. Die Streptokokken hingegen, die bilden keine Penicillinasen, die ändern ihre penicillinbindenden Proteine. Was würde ich beim Pseudomonas geben jetzt? Bei der Perichondritis? Das ist eine gute Frage. Was geben wir dem jetzt, wenn man heimschicken wollen, kann man kein Pipitas geben, kein Piperacillin Tazobactam, weil es ist nicht oral bioverfügbar, gibt es nur IV. 3x 4,5 Gramm bis 4x 4,5 Gramm. Ja. Aztreonam gibt es auch nur IV. Ja, welches? Ja, sehr gut. Der Herr Kollege war bei uns auf der vierten Med, hat er formuliert, da ist viel hängen geblieben. Ciprofloxacin kann man beim Pseudomonas, zumindest bei der Perichondritis kann man es geben. Bei der Pseudomonas-Pneumonie allein als Monotherapie sind viele nicht davon überzeugt. Aber der Perichondritis könnte es schon geben. Fluorquinolone haben eine hohe Bioverfügbarkeit oral. Ist Levo über 95%, ist Cipro 70-80%, kann man super geben. Könnte man machen. Okay, gut, das ist mal das von ganz außen. So, jetzt gehen wir eins weiter hinein in den Gehörgang. Das heißt dann nämlich Otitis externa, Otitis externa und da gibt es Unterformen. Da gibt es einerseits die Diffusa, die Circumscripta, Circumscripta und die Maligna. Die Maligna heißt auch Necroticans, okay? Die Otitis externa diffusa ist auch die sogenannte Badeotitis. Badeotitis. Was ist bei der Otitis externa wichtig? Also wir haben einmal Ohrenschmerz. Ohrenschmerz, wenn ich außen alles in Ordnung ist, habe außen hingeschaut, inspiziert ist sie nichts. Dann kann ich natürlich reinschauen, aber bevor ich reinschaue, kann ich das Ohr noch raufgreifen. Die Otitis externa hat nämlich häufig welche Symptome? Was kann wehtun beim Ohr, wenn man draufgreift? Tragusschmerz kann ich haben. Tragusschmerz, ja. Oder der Zug am Ohrläppchen tut weh. So. Ohrläppchenschmerz. Gehen wir dahinter auf, das kann wehtun. Diese Zeichen, Tragusschmerz, Druckschmerz oder Zug am Ohrläppchen, am Ohr tut weh, sind Zeichen für eine externe. Am Media macht es nicht, okay? Im Media habe ich normalerweise keinen Tragusschmerz. Normalerweise. Es ist selten etwas hundertprozentig Eindeutiges. Es gibt sehr viel Grauzonen in der Medizin, okay? Und das ist halt. Braucht man die klinische Erfahrung, die mir oft auch leider noch fehlt, aber das kommt halt dann irgendwann. Gut, die Diffusa, die klassische Badeotitis.
Patient berichtet, er war schwimmen und nach dem Schwimmen hat der Gehörgang plötzlich wehgetan. Okay? Das tut den Leuten weh, es kann auch Sekret rauskommen, sie können auch schlechter hören, weil der Gehörgang vollkommen zugeschwollen ist. Ich schaue rein, Sehgehörgang ist zugeschwollen, diffus, weil überall wölbt sich was hervor. Was machen wir jetzt bei dem? Der hat, oder was löst das aus überhaupt? Das ist auch hier meistens, oft sind es wieder, ist es der Pseudomonas, es kann auch Gramnegative wie Proto es können es machen. Aber was machen wir jetzt bei der Bardiotitis? Der hat Schmerzen im Ohr, das Ohr ist zugeschwollen. Was tun wir? Antibiotikum, Schmerzmittel, gar nichts, wird schon wieder werden. Bitte? Spülen, sehr, sehr, sehr gut. Die Therapie ist einmal reinigen. Reinigen, spülen und dann soll er das Ohr trocken halten natürlich, okay? Trocken halten. Und wir können natürlich geben lokal abschwellende Substanzen in Form von lokal Glukokortikoide. Okay? Lokal GC, lokal Glukokortikoide. Man kann von mir auch Glukokortikoide kombinieren mit einem Antibiotikum lokal. Okay? Wie Neomycin zum Beispiel. Neomycin wäre ein Aminoglykosid oder auch lokal Cipro gibt es zum Eintropfen. Okay? Manche legen auch so Streifen ein, mit Cortison getränkte Streifen, der muss am nächsten Tag kommen zum Wechseln. Das macht man so lange, bis die Schwellung zurückgegangen ist, dann kann man mit Tropfen arbeiten. Okay? Ganz wichtig ist, da ist auch oft Sekret, das kann man absaugen, okay? Und es kann ja sein, man kann eine Läuseunflöhe haben, der könnte haben eine Otitis externa und eine perforierte Media. Was machen wir, wenn der Sekret hat, man macht ein Vasalva-Manöver, Nase zu, andrücken und wenn das Sekret blubbert oder weiter rausrinnt, habe ich einen Indiz dafür, dass dahinter eine Otitis media perforiert ist und das Sekret rauskommt. Gut, das ist die Bardiotitis, Sommer ganz häufig. Die Zirkumskripta ist eben begrenzt, da habe ich irgendwo ein Furunkel im Gehörgang. Das ist meistens wieder ein Staff. Okay? Das würde ich eröffnen, zum Beispiel. Im Sinne von anpunktieren, dann kommt Eiter raus, ja? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage, habe ich noch nie gestellt, ob man durch Valsalva, wenn das Trommelfell schon so entzünden ist, nicht erst hervorrufen kann. Ich würde es mal sagen, theoretisch möglich. Die Frage ist, wenn das schon so fragil ist, dass ein leichtes Valsalva-Manöver das macht, wäre die wahrscheinlich von allein sowieso perforiert. Und eine Trommelfellperforation ist ja kein Weltuntergang, das wächst von alleine wieder zu. Und oft ist es für den Patienten sehr, sehr erleichternd, wenn die Media quasi frei perforiert hat. Gut, die Zirkumskripta ist halt meistens irgend so ein Staph aureus Furunkel, sieht, ist eher so lokal begrenzt, kann sau wehtun, kann man vielleicht aufstechen, muss man, sieht man aber nicht immer, okay? Die Maligna ist ganz blöd, da habe ich eine Patientin mal gehabt, da habe ich formuliert im AKH auf der Infekt, die Patientin hatte Diabetes, Bluthochdruck, COPD, die klassische internistische Patientin, hat ein neues Hörgerät gehabt, hat es probiert, hat sein Gehörgang ein bisschen verletzt, war dann schwimmen und danach hat sie eine Otitis externa gehabt. Zuerst wahrscheinlich nur eine Diffusa, nachher hat sich das ausgebreitet, dass sie quasi dass der Knochen mit betroffen war, eine Osteomyelitis quasi, das Osttemporale hatte sie dann. Und das Lustige war, das hat im Labor nicht gezeichnet. Die hat keine erhöhte Entzündungszeichen gehabt, okay? Kein CRP, keine Leukos. Man wusste, es ist ein Pseudomonas. Die wurde schon mit allem durchtherapiert, was geht. Alles Pseudomonas-Wirksame, ob es das Pipitaz war oder Cefepime
oder ein Meropenem oder ein Cipro, die hat sogar schon, ist sogar schon gefahren, ich glaube nach Rumänien für eine Phagentherapie. Okay? Bakteriophagen, Viren von Bakterien, gibt es auch die Phagentherapien im ehemaligen Osten. Bei uns ist die Forschung nicht sonderlich dahinter, aber es ist bald der ECCMID, der Infektkongress in Madrid, und da gibt es eine schöne, gibt es eine Session über die Phagentherapie. Ich bin schon gespannt drauf, was da die neuen Erkenntnisse sein werden. Gut, auf jeden Fall, die Maligne ist sehr schwer zu behandeln, weil es wie eine Osteomyelitis ist und das Antibiotikum kommt nicht gescheit in den Knochen hinein, und wenn man es nicht gescheit operieren kann, ist es mitunter tödlich. Die Patientin hatte schon eine Facialisparese, und Leute, die Facialisparese haben, 50% Letalität bei der Maligna. Okay? Gut, Otitis externa. Jetzt machen wir eigentlich den wichtigsten Part von der Otitis, nämlich die Mittelohrentzündung. Gut, Gehörgangsmukose gibt es auch noch. Ja, und natürlich gibt es noch eine Otitis externa bullosa von mir aus, die Grippe-Otitis. Bullosa ist die Grippe-Otitis. Grippe-Otitis. Weil oft nach einem viralen Infekt plötzlich kommt der Patient und sagt, ich blute aus dem Ohr. Man schaut rein und sieht so Blasen, die können am Trommelfell sein oder im Gehörgang, die aufplatzen. Und dann rinnt das Blut raus. Ist dann meistens ungefährlich, hinten nach noch, aber wenn der Patient noch immer symptomatisch ist und von mir aus auch fiebern sollte, manche schirmen dann antibiotisch ab, ob es sinnvoll ist, sei dahingestellt. Okay? Aber Grippe-Otitis kann eben Blasen machen im Gehörgang oder auch vor allem auf dem Trommelfell. Gut, so, jetzt kommen wir zur Otitis Media. Mittelohrentzündung. Was sind die Erreger von der Mittelohrentzündung? Pneumokokken, sehr gut. Ja, was noch? Moraxella und Haemophilus, genau. H-Inf und Moraxella wieder mal. Es ist so, dass ca. 50% sind Pneumokokken, ca. 40% sind Haemophilus, der Rest ist Moraxella. In Ländern, wo es eine Pneumokokkenimpfung gibt, die sehr stark verbreitet ist, ist der Pneumokok runtergegangen auf 40% und der Haemophilus auf 50% angestiegen. Okay? Die Pneumokokkenimpfung hat übrigens auch dazu geführt, dass diese Stämme, die geimpft wurden, sind jetzt weg, aber dafür kommen andere, kommen jetzt stattdessen. Okay? Aber die Pneumokokkenimpfung, da gibt es ja den 13er und den 23er? Ja, den PSV 13. Die wirken sehr wohl, die wirken auch gut, und der 13er vor allem, der schützt auch vor Pneumonien und vor invasiven Pneumonien. Der 23er schützt eher nur vor den invasiven und nicht vor den normalen Pneumonien. Sagt zumindest die S3-Leitlinie zur Pneumonie aus dem Jahr 2016. Sehr schön zu lesen, sehr umfangreich. Wer sich über die Pneumonie erkundigen will, der kommt da nicht dran vorbei. Gut, Moraxella ist es sehr, sehr selten. Ja? Bei der Pneumonie jetzt? Nein, durch die Pneumokokkenimpfung. Ja? Hast du gesagt, die anderen steigen? Der Haemophilus ist gestiegen prozentuell. Ach so. Absolut. Das ist eine gute Frage, ich glaube eher prozentuell. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. In dem Buch, wo ich das gelesen habe, oder in dem Paper, sind nur Prozentwerte gewesen. Es ist nicht, glaube ich, nicht die absolute Zahl. Ich glaube, es dürfte prozentuell sein. Das heißt, wir haben eine Basis an Otitis media und da verschiebt sich halt der Erreger. Gut, Pneumokokken, Haemophilus, Moraxella. Was haben wir für Symptome? Was haben wir für Symptome?
Fieber haben wir, ja. Was noch? Ohrenschmerzen, logischerweise. Ohrenschmerzen, die Kinder, die kleinen Kinder haben einen Ohrzwang, die greifen immer hin. Eine Mutter hat mir mal gesagt, ja, mein Kind, das hat sich immer mit dem linken Ohr in die Badewanne reingelegt, weil es war so schön kühl. Also quasi in die leere Badewanne einfach nur das dorthin gelegtes Ohr, weil es einfach kühler war, das Material dort. Also Ohrzwang bei Kindern, dann eingeschränkte Hörfähigkeit, Hören nimmt ab. Habe ich hier bei der Otitis Media eine Schallleitungs- oder Schallempfindungsschwerhörigkeit? Hörstörung. Schallleitung, genau. Man unterscheidet zwischen der Schallempfindungs-eingeschränkten Hörfähigkeit oder Schwerhörigkeit und der Schallleitungsstörungen. Die Schallleitungsstörung sagt ihm, irgendwo ist von außen bis zum Innenohr ist irgendwo die Schallleitung gestört. Bei der Schallempfindungsstörung ist das Hörorgan selbst, der Hörnerv, betroffen. Gut. Fieber, Ohrenschmerzen, Ohrenzwang, Hören beeinträchtigt. Ja. Schnupfen haben die häufig, okay. Schnupfen, vorher schon kurz erwähnt. Schnupfen prädispositioniert dafür. Die Nase ist zu, die Tuben können nicht mehr gescheit ventiliert werden. Das ist der perfekte Rasen für Bakterien. Ich kann mir eine Otitis media anzüchten, eine bakterielle. Oder auch von mir aus eine virale zuerst. Das heißt, deshalb gebe ich auch den Leuten mit der Sinusitis oder wenn sie einen Schnupfen haben, immer ein Spray dazu, damit, Nasenspray dazu, dass die Tubenventilation besser wird. Okay? Die Leute sagen auch oft, sie haben dann so Schmerzen beim Schlucken. Das Ohr kann nämlich bis hier unten runterziehen. Schluckschmerzen, die von hier unten bis nach oben ziehen. Okay, das ist auch möglich. Wer hat es vor allem? Wer ist die Risikopopulation für eine Otitis? Kinder, genau, Kinder, Risikopopulation. Je kleiner, desto risikoreicher, weil da sind die Tuben sind ganz kurz, die Belüftung geht nicht gescheit, die haben oft so adenoide Vegetationen, fette Mandeln, dann wird das alles nicht gescheit belüftet und die können das immer und immer wieder haben. So, ist halt die Frage, wie therapieren wir so eine Otitis media? Genau, wir diagnostizieren wir es auch noch. Wir müssen natürlich, das sind die Symptome und natürlich schauen wir auch drauf, okay? Das ist ja ganz wichtig, auch in der HNO sich das Ganze anzuschauen. Und das ist eigentlich ganz cool. Am Anfang ist man extrem unbeholfen mit diesem Ohrtrichter, mit dem Mikroskop. Das geht irgendwie nicht gescheit. Wenn man es ein paar Mal macht, das ist wirklich ganz cool und man sieht sehr, sehr schön und man freut sich, wie man sich am Anfang über jede schöne Vene freut, bei einem Patienten, den man trifft, freut man sich dann über diese wunderschönen Trommelfälle. Das habe ich zum Patienten immer gesagt, sie könnten Trommelfellmodel werden, dann freuen sich die Patienten immer. Und das ist bei manchen wirklich so. Es ist wirklich schön, wenn man das dann sieht oder auch wenn man das Spiegeln selber mal zusammenbringt. Und was mir auch aufgefallen ist, weil halt, ich habe immer gedacht, okay, ich will nie mit Kindern arbeiten, Kinder sind quengelig, die sind nicht ruhig und die schreien herum und die sind mühsam, sind sie auch. Aber so zwischenzeitlich, wenn so ein kleines Kind mal auf die HNO kommt, ist es eigentlich ganz cool, wenn man gewohnt ist von der Internen, lauter alte Multimorbide, wo halt irgendwie der Lebenssaft schon eher heraus ist und dann kommt so ein kleines quengeliges Kind und man weiß, das ist noch, steht noch vor seinem ganzen Leben, kann das schon sehr erfrischend sein, auch mit sowas mal zu arbeiten. Ich will jetzt kein Kinderarzt werden wollen, weil man halt nur, wenn man den ganzen Tag Kinder bespaßen muss und aufgeregte Eltern beruhigen muss, aber so zwischenzeitlich mal ein paar Kinder in der Ambulanz ist ganz cool eigentlich. Aber gut. Wir schauen natürlich rein und was sehen wir? Wir sehen ein rotes, vorgewölbtes Trommelfell. Das Trommelfell ist eigentlich nicht davor gewölbt oder zumindest das hat so einen Lichtreflex und wenn man was selber macht, dann sieht man,
wie sich das nach außen biegt. Da ist es rot und vorgewölbt und die haben halt Schmerzen. Manchmal kommt da schon Eiter raus, wenn es perforiert ist. Gut, was ist jetzt die Therapie? Wir haben, okay, der kommt mit Ohrenschmerzen, hat von mir auch Fieber, seit einem Tag tut es ihm weh, das kann sehr schnell kommen mit starken stechenden Schmerzen, kommt ins Krankenhaus, hat seit einem Tag die Beschwerden, wir schauen rein, Trommelfell gerötet, nach vorgewölbt, meistens fängt es oben an, die Vorwölbung und die Rötung, ist noch nicht perforiert, es geht noch. Und er sagt sogar, er hört da schlechter, dann machen wir einen Weber-Test mit der Stimmgabel. Was ist der Weber-Test? Ist es der Weber? Genau, Weber macht man Stimmgabel anschlagen, hier vorne hinsetzen und dann fragt man den Patienten, wo hören Sie es? Hören Sie es links oder rechts lauter oder ist es gleich? Bei Kindern ist cool, da sagt man, tut man so, na, wo hörst du es? Hält es rauf und die zeigen da so hin, weil sie es quasi in der Mitte hören, weil es gleich ist. Die Erwachsenen dann manchmal, ja, was nicht links oder rechts, gleich, die denken oft schon zu viel nach. Okay, Kinder, da in der Mitte höre ich es, passt leibend, alles gut. So, der Weber würde jetzt auf welche Seite lateralisieren, auf die gesunde oder kranke? Ich habe Stimmgabel anschlagen, setze ich mir hin, der hat von mir aus, links hat er die Mittelohrentzündung. Wo wird der Patient sagen, dass er die Stimmgabel hört, links oder rechts? Na, HNO, wer ist denn da gerade? Du sagst auf der nicht betroffenen Seite. Gibt es Gegenstimmen? Was sagst du? Ja, andersrum. Andersrum, sagt der Clemens, ja. Warum sagst du das? Einfach nur, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt, 50-50. Hohe Ratewahrscheinlichkeit, ja. Na, und der Weber lateralisiert natürlich auf die betroffene Seite. Lateralisiert auf... betroffene Seite. Okay. Bei einer Schallleitungsstörung lateralisiert der Weber auf die betroffene Seite. Bei der Schallempfindungsstörung beim Innenohrschaden wird er auf die gesunde Seite lateralisieren. Warum ist das so? Gute Frage. Wenn halt die Schallleitung durch den Erguss im Mittelohr, durch die Entzündung im Mittelohr, durch den zugeschwollenen Gehörgang nicht funktioniert, wird kompensatorisch durch neuronale Gegenregulationsmechanismen wird halt die Empfindlichkeit des Ohrs nach oben geschraubt, in die Höhe gestellt und dann wird die Knochenleitung stärker wahrgenommen. Okay? Also die Knochenleitung ist in dem Fall so stark, dass auf der Seite, wo ich entzündet bin, das stärker hören würde, die Stimmgabel. Lateralisiert auf die betroffene Seite. Gut, dann gibt es einen Rinne-Test auch noch. Da schlägt man die Stimmgabel an, setzt sie hinten aufs Mastoid und gibt es zwei Varianten. Man kann hinten her setzen und sagen, hören Sie es? Er sagt ja. Dann nach vor, hören Sie es vorne lauter? Ja, er hört es vorne lauter. Dann ist der Rinne positiv. Oder man kann auch so machen, hinten draufsetzen, warten, bis er nichts mehr hört. Dann nach vorne, hören Sie jetzt noch was? Ja, ich höre noch was. Dann ist er positiv. Das spricht halt dafür, dass die Luftleitung besser ist als die Knochenleitung. Aber gut, diese Hörtests sprengen jetzt den Rahmen. Wir sind eh schon hinten mit der Zeit. Gut, Therapie der Otitis Media. Wen therapieren wir? Wann therapieren wir? Wann nicht? So. Beidseitig oder wie? Okay, ein Punkt. Sagen wir folgendes Szenario. Ich als junger, gesunder Mensch komme und sage, ich habe seit einem Tag starke Ohrenschmerzen. Du schaust rein, es ist rot. Weber geht auf die linke Seite, Otitis media links. Ein Tag. Fieber, sagen wir, ich habe subfebril, 38, 37,5.
Wirst du abwarten. Okay? Andere Vorschläge? Wiederbestellen. Wiederbestellen ist gut, kann man machen, ja. Die Spontanremissionsrate von einer Otitis Media ist 85% in 2 bis 3 Tagen. Ohne Antibiotikum, okay? Spontanremissionsrate. Spontanremission. Oft sind sie nämlich wieder Viren, die die Otitis machen. Und die bakterielle Superinfektion ist erst später, oder die, man muss es nicht antibiotisch behandeln. Es wird durch ausreichende Tubenventilation von alleine gut. Auch die Tonsillitis wird in 70% innerhalb von einer Woche wieder gut. Okay, man gibt trotzdem ein Antibiotikum. Vermeintlich wegen diesen Sekundärkomplikationen, wo auch die Datenlage nicht so gut ist, dass das wirklich was bringt überhaupt. Ich verweise auf die zugehörige S2K-Leitlinie, da wird das eh lang und breit gemacht, lang und breit besprochen. Gut, also, was kann man machen? Ich mache es immer so, die Empfehlungen sind folgende. Bei Patienten kleiner 1,5 Jahren, also sagen wir so, bei Kindern unter 1,5 Jahren sind die Leitlinien eindeutig. Unter 1,5 Jahren sagt man auf jeden Fall antibiotisch behandeln. Okay, wurscht, ob es seit einem Tag ist oder seit 2 Tagen, auf jeden Fall antibiotisch behandeln. Bei Kindern, sagen wir, bei Kindern über 2 Jahren kann man diese abwartende Strategie machen. Zwischen 1,5 und 2 Jahren ist halt so die Frage, was macht man. Also sagen wir mal so, ab, wenn das Kind kleiner als 2 Jahre ist, machen wir ein Antibiotikum. Ist der Patient größer als 2 Jahre, machen wir eine abwartende Strategie. Okay, wir warten für 2 Tage oder sowas, 1 bis 2 Tage. Wenn es besser wird, kein Antibiotikum. Wenn es schlechter wird oder gleich bleibt, Antibiotikum. Okay, das kann man wunderbar machen. Ich habe das auch bei Patienten oft gesagt, okay, das wird von alleine wieder gut, und bei Patienten, die vernünftig wirken, dann kann man das Rezept auch mitgeben und sagen, ja, wenn es in 2 Tagen nicht besser ist, dann nehmen Sie halt das Antibiotikum. Okay? Sonst als Therapie warten 1 bis 2 Tage, und die Therapie ist natürlich Alpha-1-Agonisten und von mir aus auch NSAIDs kann man geben, wenn die starke Schmerzen haben. Okay? Nur zum Fiebersenken nicht. Fieber ist unser Freund. Wann würde ich noch ein Antibiotikum geben, wie der Kollege gesagt hat? Wenn ich auf beidseitig plus Fieber, würde ich auch eher ein Antibiotikum geben. Zumindest hat sich gezeigt in Daten bei Kindern, wenn ich ein Kind habe mit beidseitiger Otitis und Fieber, habe ich einen Number Needed to Treat von 3, um einen Effekt zu haben, diese Beschwerden auf beiden Seiten, und Fieber ist die Number Needed to Treat von 23 oder sowas. Also beidseitig plus Fieber Antibiotikum, größer als 2 Jahre warten für 1 bis 2 Tage, wenn es nicht besser wird, Antibiotikum. Wenn nicht, besser Antibiotikum, wenn besser, kein Antibiotikum. Gut, also man braucht nicht immer ein Antibiotikum, wird meistens von alleine gut. 85% der Fälle, Spontanremission. Zystitis, akute Zystitis, 50% in einer Woche von alleine wieder gut. Sinusitis, 85% in 10 Tagen von alleine wieder gut. Viele Sachen werden einfach von alleine wieder gut. Aggressives Zuwarten. Gut, was nehmen wir für ein Antibiotikum, wenn wir eines nehmen? Der Kollege sagt Amoxicillin. Was sagen die anderen? Amoxi, ja, nein. Mit Clavulansäure, ohne Clavulansäure. Im letzten Vortrag zu COPD, da habe ich mit einem Kollegen diskutiert, und da habe ich noch gesagt, ich würde auf jeden Fall bei der Otitis, bei der Sinusitis passt das sowieso, oder? Aber auch bei der Otitis ein Amoxiclav geben. Ich habe mir dann nochmal nachher die Empfehlungen angeschaut. Die Empfehlungen sind tatsächlich,
bei einem Kind, das Antibiotika naiv ist, im Sinne von im letzten Monat, drei Monaten kein Antibiotikum hatte oder keine rezidivierende Otitis, da kann man allein Amoxicillin geben, okay? Wenn das Kind aber die rezidivierende Otitis hatte und innerhalb von drei Monaten behandelt wurde, dann würde man Amoxiclav geben, okay? Aber das Problem ist folgendes, laut Auris-Bericht, laut dem neuen, haben wir bereits Amoxicillin-resistente Hämophilus-Keime, 25%. Okay? Die sind Beta-Lactamase bildend. Das heißt, ich muss ja eine Clavulansäure dazugeben, um den abzudecken. Es gibt auch Publikationen, ich habe dann geschaut, es werden immer mehr Stimmen, die auch sagen, okay, man sollte vielleicht als First Line schon Amoxiclav geben. Macht man jetzt hier nichts falsch, wenn man Amoxicillin gibt, kann man machen. Amoxi oder halt Amoxiclav. Amoxiclav. Okay, wie lange? Da sagt man wieder, bei den kleinen Kindern eher länger therapieren, sagen die Empfehlungen eher 10 Tage, beim Erwachsenen eher kürzer, 5 Tage, 5 bis 10 Tage. Okay, wenn das nicht geht, gibt man halt von mir aus ein Makrolid. Ich muss auf jeden Fall den Hämophilus abdecken. Welches Makrolid wirkt am besten gegen Hämophilus? Nein? Acitro. Und das auch schlecht, aber besser gegen als die anderen. Also wenn ein Acitro würde geben. Gut. Ja, oder wenn man dieses Cefuroximoxetil geben will, dann muss man es halt gescheit dosieren, okay? 3x am Tag und 3x500 beim Erwachsenen mindestens, aber nicht diese 2x250 irgendwas. Ich meine, mir weiß es eh von alleine gut. Also da kann ich schon geben, 2x250, weil es eh von alleine gut wird. Aber wenn ich wirklich einen beidseitigen habe mit Fieber, würde ich halt eher ein Amoxiclav geben. Oder ein Amoxi halt. Gut. Das ist einmal dazu zu sagen. Komplikationen. Welche Komplikationen kann ich haben bei einer Otitis media? Meningitis, sehr, sehr gut. Komplikationen, Meningitis. Meningitis. Was noch? Neuritis vestibularis. Ja, Neuritis vestibularis. Ja, aber das, ja... Vielleicht durch Toxinwirkung dann, ja, theoretisch möglich. Aber hier hinten die Struktur kann sich entzünden. Die Mastoiditis kann ich haben. Eine Mastoiditis mit konsekutiver Facialisparese. Faziparese. Okay, Facialisparese. Mastoiditis als Komplikation, was haben die dann? Haben eine Otitis gehabt, wurden behandelt, haben plötzlich hier hinten einen, das ist rot, druckschmerzhaft, klopftolentes Mastoid und die können Facialisparese haben. Ich habe einen Patienten gesehen auf der HNO, der war jung, der war 14-jähriger junger Bursche, Otitis gehabt, state of the art behandelt worden, sogar mit Amoxiclav behandelt worden, ausreichende Dosierung, hat eine Mastoiditis entwickelt, hat eine Facialisparese, eine periphere. Das wird wahrscheinlich eh wieder bei dem, okay? Weil es halt nicht der Nerv direkt geschädigt ist, sondern eher durch die Entzündungen im Gebiet ist halt der Nerv ja, beleidigt worden oder angeschwollen und dann halt quasi in seiner Funktion beeinträchtigt worden. Was macht man da? Eine Mastoidektomie muss man operativ machen. Aufmachen, aufbohren und ausräumen ein bisschen dort. Gut. Gibt es noch irgendwas? Ja genau, natürlich kann man nach so einer Mittelohrentzündung kann man einen postotitischen Erguss haben. Das heißt, die können ein paar Wochen bis zu 1-2 Monate oder länger hinterher noch einen Erguss haben im Ohr und schlechter hören. Und im schlimmsten Fall muss man halt eine Paracentese machen und dieses Sekret absaugen dann oder rauslassen. Gut. So. Jetzt, die anderen Sachen lassen wir weg, das sind die wichtigen Sachen. Die Otitis media muss halt sitzen, okay? Und für mich, die Key Message für die Otitis media ist, nicht jeder braucht ein Antibiotikum, sondern erst nach 2 bis 3 Tagen, außer es ist wirklich ein
schwerer Befall, beidseitig mit Fieber oder ein kleines Kind dann gleich. Und Amox oder Amoxiclav. Und diese Mastoiditis gibt es tatsächlich, selten aber doch. Okay? So, jetzt kommen wir noch zu was anderem, zum Schwindel. Es gibt nämlich in der Neurologie gibt es den peripheren und den zentralen Schwindel. Und der peripher-vestibuläre Schwindel gehört den HNO, den Hals-Nasen-Ohren-Ärzten. So, Schwindel. Da wird man angerufen, und das heißt, der Patient hat einen Schwindel. Was wollen wir wissen? Der Patient kommt und sagt, ihm ist schwindelig. Was fragen wir? Ja? Genau, Drehschwindel oder Schwankschwindel? Patienten wissen das nicht immer so genau. Ich mache es dann wirklich vor und sage Schwankschwindel wie auf einem Schiff oder Drehschwindel wie auf einem Karussell. Okay? Die Patienten können es dann manchmal beschreiben und dann sagen sie, okay, es ist ein Drehschwindel. Was wollen wir noch wissen dann? Lagerungsabhängig. Ist er lagerungsabhängig, genau. Tut sie was von der Lagerung her? Also, für uns ist einmal wichtig, wie heißen denn die zwei wichtigen peripheren Schwindel in der HNO? Ja, das ist aber, ja, okay, das ist eine Sonderform. Neuritis vestibularis, ja. Neuritis West und der lagerungsabhängige. Der benigne, paroxysmale Lagerungsschwindel. Okay, das sind die zwei Schwindel, die wichtig sind von der HNO. Der Punkt ist halt immer der Lagerungsschwindel ist oft sehr, sehr spezifisch, den erkennt man leicht. Okay, da muss ich nicht zwangsläufig einen Neurologen dazu holen. Beim Vestibularis Neuritis ist es manchmal sinnvoll, vor allem ist es sinnvoll, wenn der Schwindel unklar ist, okay? Wenn ich mir nicht sicher bin und nicht eindeutig, mir fehlt die klinische Erfahrung und oder der Patient ist nicht eindeutig von seiner Symptomatik, dann würde ich sagen, okay, Neurologen dazu holen zur Abklärung, einfach nur um ein zentrales Ereignis auszuschließen. Bei jedem, der kommt mit Schwindel, immer einen kurzen Neurostatus machen, okay? Armvorhalteversuch, Finger-Nase-Versuch, Kraftgrad, Oberextremitäten, Unterextremitäten, Reflexhammer hat man nicht immer dabei und die Gesichtsnerven und die Hirnnerven machen, okay? Schultern heben lassen, Zunge zeigen, Backen aufblasen, Stirn runzeln, diese ganzen Sachen, drüberfahren übers Gesicht, ob alles passt. Das grob würde ich sowieso mehr machen und dann beim Schwindel passt, zahlt sich noch aus, den Romberg-Steh- und Unterberger-Tretversuch. Ich lasse den Patienten hinstellen und die Augen zumachen. Ich stelle es meistens nur so hin und lasse sie so stehen, beziehungsweise am Stand gehen. Und das lasst man halt so machen. Und wenn Sie das können, dann ist es schon mal gut, okay? Können Sie halt nicht immer. Beim Ausfall von den Nerven haben Sie nämlich gewisse Falltendenzen. Das kann aber auch aufs Kleinhirn zurückzuführen sein. Aber gut, wir haben jetzt diese beiden Schwindel. Wir wollen wissen, Drehschwindel ist bei beiden der Fall. Okay, die Dauer ist einmal wichtig. Wie lange hält der Schwindel an? Wie lange dauert denn der Schwindel beim Lagerungsschwindel? Mr. Neuroblock? Noch nicht gelesen, okay, ist legitim. Die Dauer vom Lagerung, beim benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel, der ist kurz. 10, also 30 bis 60 Sekunden, sagt man, okay, aber sagen wir mal kleiner eine Minute. Kleiner eine Minute und dann hört es auf. Die Vestibularis Neuritis dauert mehrere Tage, okay? Die dauert Tage, ein Drehschwindel die ganze Zeit, der Lagerungsschwindel, die einzelnen Schwindelepisoden sind nur ganz kurz, immer beim Umlagern. Dann machen wir lagerungsabhängig. Lagerung. Nein. Ja. Okay. Der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel. Die Patienten berichten Folgendes klassischerweise. Heute in der Früh bin ich aufgestanden, habe mich aus dem Bett aufgesetzt. Plötzlich hat sie alles zu drehen angefangen und ich habe gleich ins Bett gekotzt. Okay. Können erbrechen, müssen nicht. Drehschwindel geht häufig mit peripher-vestibulärer Erregung im Sinne von einem Übelkeit
peripher physiologischer Erregung mit Übelkeit und Erbrechen einher. Okay? Der Lagerungsschwindel, klassisch eben vom Liegen ins Sitzen, vom Sitzen ins Liegen, löst einen heftigen Drehschwindel aus, der kurz anhält bis zu einer Minute und dann wieder aufhört. Dann ändert man die Position, dann haben wir das wieder. Was mache ich für eine Diagnostik? Ich mache die Lagerungsmanöver. Okay? Da gibt es eben verschiedene Lagerungsmanöver. Auch die Therapie sind Lagerungsmanöver. De facto habe ich Folgendes immer gemacht. Macht man Folgendes mit dem Patienten. Man setzt ihn da so hin. Man setzt ihn her. Sagt, schauen Sie da oben nach links. Augen zu. Und dann legt man schnell so runter. Und dann... So. Und dann mit einer Latenz von circa 10 Sekunden, wenn ich ihn nach unten lege, fängt der Schwindel an. Okay? Und dann kann ich sogar ihm die Frenzelbrille draufsetzen und einen Nystagmus beobachten. Okay? Ich habe einen Nystagmus. Wir erinnern uns, Nystagmus ist diese schnelle Augenfolgebewegung. Die wird da bezeichnet, wo es schnell hingeht, in diese Richtung schlägt der Nystagmus. Langsame Folge, schnelle Rückstellbewegung, Nystagmus. Kann ich auslösen, der Nystagmus ist auslösbar. Auslösbar durch die Lagerungsmanöver, durch Manöver. Und der schlägt zur Seite, wo es betroffen ist. Okay? Zur betroffenen Seite, also dort, wo das Steinchen reingefallen ist. Zur betroffenen Seite. Dann richtet man den Patienten, dann liegt er halt, es ist vorbei, dann richtet man ihn wieder auf und dann wird es ihm wieder schwindelig. Und das geht so weit bei manchen Patienten, da legt man halt den Kopf so auf die Seite, Augen zu, hinlegen. Und die fangen an zum Schreien wie am Spieß. Halten sich fest, schreien, als ob es wirklich ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Dann hat man diagnostisch sie geschockt und man hat quasi die Diagnose Lagerungsschwindel. Also, bei Lagerung wieder auslösbar, kommt mit einer Latenz von circa 10 Sekunden, dauert nicht länger als eine Minute und sistiert dann. Und was machen wir? Befreiungsmanöver, gibt es mehrere nach Epple, nach Brandt, nach Semont, gibt es unterschiedliche drehbare Patienten hin und her. Da kann man sich sogar überlegen, welcher Bogengang betroffen ist. Das ist mir immer zu mühsam gewesen. Ich habe meistens den großen Wurf mit den Patienten gemacht. Das heißt, wenn ich ihn so quasi nach oben schon lasse, Augen zumachen und ich werfe ihn so nach rechts und ihm wird schwindelig, dann bleibt er in der Position und ich werfe ihn in einem Ruck nach links rüber und dann liegt er quasi so mit dem Kopf nach unten links. Der große Wurf. Ich glaube, das ist das Befreiungsmanöver nach Semont. Das ist am simpelsten. Und das macht man ein paar Mal und oft funktioniert das. Unglaublich toll. Der Patient kommt mit der Rettung im Rollstuhl. Das ganze Speipsackerl ist voll. Man wirft ihn dreimal herum und er geht geschmeidig raus. Okay? Supergeil. Heilende Hände. Ist aber nicht immer so einfach. Man wird dann schon ein bisschen zwider. Wenn man den schon 20 Mal herumwirft und das hilft nicht, dann kann man wird man ein bisschen ungehalten. Ich zumindest, werde ungeduldig. Gut, das ist der Lagerungsschwindel. Dann haben wir noch die Vestibularis Neuritis. Die dauert im Tage, wird nicht verstärkt, sondern ist die ganze Zeit auch Übelkeit, Erbrechen, Drehschwindel. Nystagmus habe ich ganze Zeit. Zu welcher Seite? Zur Gegenseite oder zur betroffenen Seite? Zur gesunden Seite, genau. Zur gesunden Seite. Gesunden. Wieso geht er zur gesunden Seite? Genau, es ist ein Ausfallsnystagmus. Es geht zur gesunden Seite, weil es ein Ausfallsnystagmus ist und der geht zur gesunden Seite. Gut, wir müssen leider schon aufhören. Vestibularis Neuritis dauert Tage. Dem Patienten ist auch schlecht die ganze Zeit. Durch Lagerung wird es nicht stärker. Nystagmus geht zur gesunden Seite. Man setzt die Frenzelbrille auf und sieht es. Was macht man therapeutisch bei dem Patienten?
therapeutisch so früh wie möglich mobilisieren, ja nicht im Bett bleiben, das Gehirn muss sich daran gewöhnen. Man kann auch Cortison-Schemata machen, verschiedene, von mir aus 2-3 Tage Hochdosis und dann gar nichts mehr oder 100 Milligramm Tag 1 und jeden zweiten Tag um 20 reduzieren, es ist wurscht. Datenlage ist okay dazu, kann man bringen. Dem Patienten geht es bald wieder gut, das ist von dem her kein Problem. Eine Sonderform ist der Morbus Meniere. Morbus Meniere ist auch mit Übelkeit, Erbrechen, Drehschwindel. Der dauert eher so Stunden, kommt anfallsartig mit Tieftonschaden dazu und mit Tinnitus. Okay? Oft hat man nicht alle drei und an der ersten Schwindelepisode kann ich es nicht sagen. Ein Meniere muss häufiger auftreten. Okay? So, ich hätte nur gerne die periphere Facialis-Parese gemacht mit euch, aber es geht leider nicht mehr aus. Was euch merken könnt zur Facialis-Parese, periphere Facialis-Parese, 7. Hirnnerv, Therapie ganz, ganz simpel, 60 bis 80 Milligramm Cortison für eine Woche und die Number needed to treat ist 6 bis 8. 7. Hirnnerv, 70 Milligramm Aprednislon für 7 Tage, Number needed to treat ist 7. Okay, und ich habe eine unglaublich hohe Rate an Heilung. Das heißt, merkt sich auch noch, mehr als 70%. Okay, haben wir die Sima drinnen. Gut, ich danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch nur einen schönen Abend.